So. Ja, huhu, wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Hunter mit der auf der Grundlage dieses schönen Regelwerkes hier, die Gejagten Jäger 2. Und haben das ein bisschen umgemodelt mit Vampire the Masquerade aus der 5. Edition. Ein bisschen frei Laune und so. Und ja. Gut, dass ihr alle so lange gewartet habt. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber ich hoffe, wir haben sie überwunden. Und wir, das ist der Esel, Koali, der sich immer selbst zuerst nennt. Und heute außerdem noch mit dabei The Impossible Girl als Clara Stewart. Nicht wie im ursprünglichen in der Ankündigung McKenna, sondern kurzfristig umbenannt in Stewart. Hallo. Darfst Hallo sagen, genau. Gucken auch nur 20 Leute zu. So, ja, und außerdem noch mit dabei der J over 0204. Oder wie spricht man das richtig aus? Vielleicht ja. Moin. Ja, ich glaube, es hat letztens irgendwie hat jemand aus Jova ausgesprochen, oder? Fand ich auch ganz gut. Das klingt so ein bisschen wie Jehova. Ja, wir sind heute im zweiten Prelude für die Hunter-Runde in der Blood and Sand Sandbox. Das heißt, wenn ihr das noch nicht sonstigermaßen irgendwie mitbekommen habt, es gibt eine Vampire the Masquerade 5. Edition Sandbox, die wir Blood and Sand genannt haben. Und in diese schicke ich nun eine Gruppierung Hunter hinein. Und das werden unter anderem Dale Anderson und Clara Stewart sein. Cyrus Navid habt ihr vor 2 Wochen schon kennenlernen dürfen. Und wir schauen heute mal, wie die beiden, ja, was das so für Persönchen sind, Personen sind, und wie sie tun und wie sie in Kontakt mit dem Übernatürlichen kommen. Ja, deswegen frage ich gleich mal irgendwie die beiden, was sie so machen, so beruflich, privat und sonst irgendwie. Und wie sie so sind und was ja einfach was ihr den Zuschauern und mir einfach noch mal mit an die Hand geben wollt, damit alle sich eine gute Vorstellung entwickeln können, welchen Charakter sie da vor sich haben. Noch mal Ladies first. Clara Stewart zuerst. Wer ist denn Clara Stewart? Was macht sie gerade so? Und wo hält sie sich gerade auf? Also gerade bin ich zurück in den USA. Ich war jetzt einige Jahre lang in Irland. Hat mich schon immer fasziniert. Eine Hälfte meiner Vorfahren oder väterlicherseits kommen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Waren immer aus Irland und ich habe in Irland promoviert und habe Theologie studiert und auch da an der Irish School of Ecumenics. Faszinierend, irische Mönchstraditionen und so, Klöster, tolles Land, Familienwurzeln irgendwie und ja, mein Interesse für Theologie und Peacebuilding und so. Also ich war jetzt so 3, 4 Jahre, war ich da, habe die Promotion da fertig bekommen und habe zum Schluss, bin ich auch so noch ein bisschen geblieben und habe in verschiedenen Kommunitäten und so mich umgeschaut, umgehört und versucht da ein bisschen das Leben mitzubekommen, wie vielleicht auch heute so Traditionen noch lebendig sind, was für Rituale da gefeiert werden. Und jetzt bin ich eben wieder zurück. Ich habe von den Büchern auch ein bisschen genug und will ins Predigerseminar. Ich will Pastorin werden, Pfarrerin und in einer Gemeinde arbeiten und ja, da führt kein Weg am Seminar vorbei. Ursprünglich bin ich aus der Nähe von LA, habe da in einem Vorort gewohnt, bis ich so 10 war. Meine Eltern waren auch in so einer großen Kirche da, bisschen evangelikal und so. Und in meiner Kindheit war das auch immer so mein Zuhause. Und dann haben sich meine Eltern getrennt, als ich 10 war. Und ich bin mit meiner Mutter in die Innenstadt reingezogen,
alles ein bisschen enger und kleiner und nicht mehr so dieselbe Gegend. Aber daher kennen wir uns auch. Deswegen erzähle ich das. Und die Zeit wäre ohne Dale ganz, ganz schwierig gewesen. Und ja, ich weiß nicht, ob du an der Stelle schon mal übernehmen willst oder ob es gerade noch was gibt, was ich unbedingt erzählen will. Ja, wenn du nichts mehr zu erzählen hast, dann fragen wir Dale, wer denn Dale ist. Und vielleicht kommt ja noch was von mir später. Und ja, was du uns über Dale erzählen kannst. Ja, dann fragen wir nochmal zusammen, was euch eigentlich zusammenbringt. Ja, Dale ist fast 1,90 groß, hat so einen blonden Bürstenschnitt, ein bisschen kürzer, und ist schon ein bisschen älter. Der ist fast 40. Und ja, stammt aus einer relativ nicht so guten Gegend, eben in L.A. Und ist in seinem ersten Leben Feuerwehrmann gewesen. Und weil mich das immer fasziniert hat, das Feuer. Und jetzt ist es aber so, dass ich viel zu büßen habe in meinem Leben. Denn ich habe nicht nur Feuer gelöscht, ich habe auch ein großes Feuer gelegt. Und dabei sind Menschen gestorben. Und deswegen war ich im Gefängnis. Und ich kannte Clara ja schon aus ihrer Jugendzeit und habe da eben so ein bisschen sie begleitet. Und im Gefängnis, da hat sie mich besucht und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Herrgott mich besucht und bin darüber sehr fromm geworden und sehr, sehr dankbar auf der einen Seite für diese Begleitung und diese Nähe. Ich habe da viel, viel Gott gespürt in meinem Leben. Also, und gleichzeitig hat mir das die Möglichkeit eröffnet, für meine Taten zu büßen. Und mein Leben zu ändern und das zu sühnen, was ich da getan habe. Und deswegen muss ich jetzt Gottes Wort weitertragen und möglichst viel Böses stoppen. Und deshalb werde ich Pastor. Und dann habe ich halt gedacht, Mensch, wo könnte ich denn vielleicht am besten mich ins Seminar einschreiben, nachdem ich jetzt also aus dem Gefängnis raus bin. Und dann habe ich den Kontakt zu Clara nicht verloren. Und sie hat sich in Corpus Christi eingeschrieben und da habe ich gesagt, da komme ich auch hin, weil wir kennen uns ja schon. Und ja, so sind wir nach Jahren wieder zusammen in Corpus Christi und sie ist so eine Art kleine Schwester für mich, so ein bisschen. Ja. Ja, Corpus Christi ist nicht irgendwie eine blöde, ausgedachte Stadt. Diese Stadt gibt es wirklich. Wenn ihr die mal auf Google Maps aufrufen wollt, ist eine Küstenstadt in Texas. Und ja, ich glaube, der zweit- oder drittgrößte Seehafen der USA, wenn ich da geguckt habe. Als ersten Stichpunkt, den man da immer kriegt. Ja, und da seid ihr nun irgendwie in so einem Predigerseminar. Der Chat sagt jetzt gerade schon, alles so religiöse Hunter. Es gibt Minuspunkte. Naja, mal gucken. Aber zumindest finden sie euch alle sympathisch. Das ist. Sie haben vorher gehofft, dass ihr nicht auch so sympathisch seid wie Cyrus. Weil sie ja eigentlich mit den Vampiren mitfiebern. Jetzt haben sie ein Problem, jetzt finden sie alle sympathisch. Aber gut, jetzt suchen sie verkrampft nach irgendwelchen Minuspunkten und die, naja, gut, okay. Ich hab euch durchschaut, ihr Zuschauer. So, ja, wir sind aber in Corpus Christi in diesem Predigerseminar. Ich stelle mir dieses Predigerseminar so vor, als ob man dort ein etwas älteres Gebäude
renoviert hat, das vielleicht früher auch gar kein Universitätsgebäude oder kein Predigerseminargebäude oder sonst irgendwas oder ein kirchliches Gebäude gewesen ist, sondern einfach ein altes Haus aus der Gründerzeit, ein großes Haus, so eine Art, ja, so eine menschenähnliches, auf so einem kleinen Hügel gelegen, schön umzäunt, damit nicht jeder Hinz und Kunst dahin kommen kann und die Studentinnen und Studenten sich da auch ganz gut bewegen können, auf einer freien Wiese vor dem Gebäude oder sonst irgendwie. Eine große Bibliothek gibt es und natürlich sehr viele Räumlichkeiten, in denen man sich ausprobieren kann, in denen man Gruppenstunden gestalten kann und sich halt in dem übt, was später mal das täglich Brot werden soll, nämlich der Umgang mit Menschen und der Umgang mit Gottes Wort und in der Verkündigung. Und jetzt habe ich das bei euch beiden schon ein bisschen rausgehört. Ihr seid ja beide auch eher so die praktischen Menschen. Und weniger, so, also Dale und Clara. Und ja, gar nicht mal mehr, also bei Clara nicht mehr so verkopft wie vielleicht im Frühjahr im Studium. Bei Dale weiß ich es nicht, inwiefern er da nach seiner Knastzeit und so sich darauf freut, wieder ja, sich wirklich auch irgendwie tatkräftig irgendwo betätigen zu können. Ich würde euch dann ganz gern mal fragen, wie ihr denn zueinander steht. Also es klang ein bisschen schon mal durch. Und wie und wo ihr euch in so einem ja, alten amerikanischen Gründermenschen bewegt und was ihr da gerade so macht, tagtäglich. Also wie sieht so der Alltag aus? Wie muss ich mir so einen Tag von Dale und Clever vorstellen? Also, es geht morgens mit einer gemeinsamen Andacht los. Da ist dann die ganze Gruppe da, unser ganzer Jahrgang sozusagen. Treffen uns dafür in einer kleinen Kapelle und sind dann über den Tag in unterschiedlichen Kursen mit Pausen, gemeinsamen Kaffeepausen zwischendrin und essen alle zusammen im großen Speisesaal. Und ja, haben die Möglichkeit, auch so ein bisschen Interessengebiete zu wählen. Also sind nicht immer die ganze Zeit in denselben Gruppen zusammen, aber wir sehen uns oft, also und aller mindestens zu den Mahlzeiten und Andachten. Und das ist schön, das ist ein bisschen wie zu Hause früher. Aber natürlich ist es auch zwischen uns nicht mehr ganz so wie früher. Ne? Früher war derjenige, der sich in der Stadt auskannte, der mich überall hin mitgenommen hat und auf mich aufgepasst hat und war mein Held. Und natürlich hat sich dann dadurch, dass er, als er irgendwie so ein bisschen den Weg verloren hat, war es auch nicht ganz klar, ob wir irgendwie befreundet bleiben würden. Und in der Zeit, in der ich dich dann im Gefängnis besucht habe, haben wir wieder zueinander gefunden, aber du bist schon noch auch irgendwie großer Bruder, aber es ist nicht mehr so, dass ich nur die Kleine bin oder so, sondern das ist ein Geben und Nehmen, möchte ich sagen. Ja. Warum kommt mir jetzt dieser komische Slutko-Song in den Kopf? Den großen Bruder. Oh Gott. Ja und ja, ich bin alt. Danke. Mir ist ja, wo du sagst, habe ich ihn auch am Ohr. Nimm das. Ja, ich bin in der Tat super dankbar, dass Clara da ist, weil sie ist für mich jetzt der Fixpunkt oder der Orientierungspunkt im Wieder-Draußen-Sein. Und das ist für mich eben gut, dass sie da ist und ja, ich im Zweifelsfall jemanden habe, den ich fragen kann, der sich mit dem Leben außerhalb dieser Mauern auskennt. Und aber mir tut so die kleine Welt des Seminars tut mir sehr gut. Und auch die Andachten und ich halte auch Tagzeitengebete
Ich versuche da sozusagen für mich selbst wieder so einen Rhythmus im Leben zu finden. Und was ich ja überhaupt nicht verstehe, ist, dass Clara nicht mehr so fromm ist. Also ich verstehe überhaupt nicht, weil, also ich habe irgendwie das Gefühl, die hat ihr Herz verloren irgendwie. Also diese sehr klare Frömmigkeit, die fehlt mir, dass du die nicht mehr hast. So, und also da kann ich auch immer noch ewig mit ihr darüber diskutieren, so in einer gemütlichen Abendrunde. Das ist dann auch echt, also ich finde, dir fehlt was. Aber ich finde ja auch vielen anderen Menschen fehlt was, die Gottes Wort nicht bei sich haben. Und aber vor allem würde ja mir was fehlen. Das ist ja die Hauptsache. Und ich freue mich irgendwie mit anderen Leuten zusammen zu frühstücken und das oder Mahlzeiten einzunehmen. Das finde ich ziemlich großartig, überhaupt mit Leuten zusammen zu sein. Also ich halte meine das Leute, gerade. Leute, die dich nicht verhauen. Was? Du meinst Leute, die dich nicht verhauen bei den Mahlzeiten. Genau. Und ich halte es einfach gerade auch irgendwie, ich bin nicht so gerne allein auf dem Zimmer. Das ist nicht so cool. Das kann ich gerade nicht so gut haben. Und ansonsten versuche ich irgendwie mich fit zu halten und vertiefe mich in Bibelstudien und Ist vielleicht gerade auch mal ganz angebracht, kurz nochmal einen Disclaimer vorneweg zu schicken für die Leute, die zugucken. Wir spielen natürlich ein Rollenspiel, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und auch wenn meine beiden Spielerinnen und Spieler hier, wenn die beide dem Handwerk des Pfarrers nachgehen, und das ist in der Tat so, Feramin hat es gerade schon in den Chat geschrieben, Dankeschön dafür, ist es so, dass sie beide trotzdem Rollen spielen. Ja? Also wenn der Dale hier jetzt von seiner Frömmigkeit erzählt, heißt das nicht, dass der Jover da genauso tickt. Also bitte gut trennen genau. Zwischen den beiden, wenn die gleich irgendwie anfangen, Vampire zu flehen und zu töten und zu verbrennen und sonst irgendwie. Weiß nicht. Also wir, das ist ein Spiel und wir spielen unsere Rollen. Ja. Bitte im Kopf behalten. Das muss man ja manchmal ein bisschen trennen können. Hier so öffentlich im Netz redet. Okay. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass wir in diesem Predigerseminar, dass ihr dann noch gar nicht allzu lange irgendwie seid. Und ich gebe jetzt einfach mal vor, dass Dale, gerade auch nach dem, was er da gerade alles erzählt hat, irgendwie total enthusiastisch ist, was das angeht. Und endlich ganz viele Leute auf einem Fleck, die alle total fromm sind und dann vielleicht in den ersten paar Stunden so ein bisschen, entdeckt hat, dass das wohl dann doch nicht so ist oder nicht zumindest nicht bei allen und ein bisschen desillusioniert daher reinblickt und ihm deswegen auch vielleicht so ein bisschen so ein Kloß im Hals steckt, wenn er irgendwie an die kommenden Wochen hier denkt. Und bei Clara ist es so, dass sie sich eigentlich ja wahrscheinlich auch auf diese Sache freut. Einfach auch, um ganz viel auch aus der Praxis halt mitzunehmen. Aber als du das Haus betreten hast zum ersten Mal, ein eigentlich wunderschön restauriertes altes Haus, auch ein gepflegter Garten, alles total tippitoppi, auch die Zimmer so alle sehr gut hergemacht. Aber es ist irgendwie, fühlst du dich unwohl in diesem Gebäude. Irgendwas. Also gerade wenn man alleine auf dem Zimmer ist oder wenn man irgendwie alleine durch die Flure läuft oder im Gruppenraum alleine gerade auf die anderen wartet, wenn man zu früh war oder morgens beim Kaffee irgendwie schon früher da war oder länger sitzen bleibt abends irgendwo. Irgendwie beschleicht dich immer so ein Gefühl, dass irgendwas ist hier falsch.
Und das nagt natürlich an einem, wenn man gleichzeitig versucht, in Predikantenstunden sich zu öffnen und irgendwie zu lernen und miteinander umzugehen. Weil da ist irgendwie etwas, als ob ständig etwas in deinem Nacken sitzt und dir in den Nacken greift. Irgendwie diese Gänsehaut, die sich irgendwie auf dem Rücken bildet, schaust dich ständig um. Und da ist aber nichts. Und irgendwie ist es. Vielleicht trifft es das Wort gruselig, dieses Haus, obwohl eigentlich ist alles schön hell und neu und aber trotzdem. Und ich denke, Dale wird das als erstes Mal auffallen, dass seine Freundin oder seine nähere Bekannte da etwas anders reagiert, als er das sonst so gewohnt ist. Vielleicht schiebt er das aber auch darauf, dass ihr das unangenehm ist, jetzt über ihren Glauben reden zu müssen. Und jetzt würde ich mal in so eine Szene starten, vielleicht, was habt ihr jetzt ja gerade schon beschrieben, so eine abendliche Szene, wo ihr vielleicht bei einem Tee oder so oder bei einem Bierchen irgendwie abends zusammensitzt. Vielleicht etwas, die ersten haben sich schon verabschiedet. Und die beiden, die gerade noch mit euch am Tisch saßen, meinten, wir müssen noch irgendwie was anderes erledigen und ihr hattet darauf keine Lust oder so. Und seid sitzt jetzt alleine erstmal am Tisch. Und vielleicht hat Dale den Mut, das mal anzusprechen, dass sie sich komisch verhält gerade. Oder vielleicht mag Clara das von sich aus erzählen. Wer weiß. Clara, was ist los mit dir? Es ist hier komisch. Merkst du das? Es ist seltsam. Also die Leute sind total nett, ne? Nichts gegen die Leute und so. Aber wie fühlst du dich hier? Wie geht es dir hier, wenn du hier durch die Räume gehst? War gerade verloren. Ich fürchte. Er hat ein sehr ulkiges Standbild hat er. Ja, dann kann ich ja währenddessen vielleicht dieses Gefühl noch ein bisschen präzisieren. Also du hattest das erste Mal, als du halt über die Schwelle getreten bist, so irgendwie total euphorisch, in den Empfangsraum getreten bist. Und dann kam halt dieses Kribbeln irgendwie, das sich über die Haut zieht. Ich weiß nicht, ob Clara das schon mal hatte. Manchmal, ja, bekommst du, wenn du mit einigen Personen in einem Raum bist, die irgendwie, gerade wenn du Dale im Gefängnis besucht hast, hast du dieses Gefühl manchmal gehabt. Ja. Und für mich ist das auch, also ich spüre das sehr stark. Wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle und irgendwas nicht in Ordnung ist, merke ich das sehr deutlich. Scheint allerdings niemand anderes irgendwie, der Leute hier irgendwie zu merken, die scheinen alle relativ freundlich, wie du es schon gerade gesagt hast, sind eigentlich alles ganz nette Menschen. So, und zuerst war auch der Gedanke irgendwie, keine Ahnung, vielleicht will uns hier irgendeiner was oder so, aber die sind alle total freundlich hier. Ja, aber also ich suche natürlich weiterhin, ne? Wo kommt dieses Gefühl her? Und dass niemand sonst das merkt, irgendwie verunsichert mich total. Das aber ist für mich nur ein Grund, irgendwie da weiter zu suchen und zu gucken, Ja, wie. wie macht Clara das denn? Also wie versucht sie denn dem Gefühl auf den Grund zu gehen? Einmal, ich versuche, andere zu befragen oder jemanden zu suchen, der das auch fühlt. Und ich versuche, durchs Haus zu gehen und gucken, ob ich mich überall gleich fühle. Oder ob es irgendwie Räume gibt, die für mich schlimmer sind als andere. Ob es schlimmer ist, wenn ich allein bin. Ob es schlimmer ist, wenn ich mit anderen zusammen bin. Also das ist unterschiedlich. Also du hast es auch nicht immer, weil es ebbt und es kommt und geht. Vor allen Dingen halt immer, wenn man alleine irgendwie wie ich das ja am Anfang beschrieben habe, wenn du alleine auf irgendwo bist oder so, dann ist es besonders stark. Aber auch nicht immer. Also du hattest jetzt auch schon, ich nehme jetzt mal an, wir seid schon ein paar Tage da. Waren auch schon irgendwie, du warst auch schon alleine in der Bibliothek und es war nichts. So, aber ja, es ist halt hin und wieder, ebbt das ab und kommt wieder ein bisschen wie Gezeiten. Manchmal sind auch Leute dabei,
Und dann schaust du dich irgendwie um, ob dich irgendeiner beobachtet oder so, aber dann reden die nur ganz normal miteinander. Irgendwie ist es so dieses Gefühl, wie man auf einer Highschool manchmal vielleicht hat, irgendwie so, wenn man durch den Gang geht und dann die Beliebten irgendwie auf einen zeigen und über einen lachen oder so und dann guckt man die an und böse und geht halt weiter. Aber es ist halt dieses Gefühl, das man dabei hat, wenn man halt so dieses ausgelacht werden von einer Gruppe, aber die Gruppe gibt's halt nicht. Aber mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren, und das ärgert mich halt. Also deswegen lasse ich das, kann ich das auch nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Und bin froh, endlich mal mit Dale allein zu sein, weil ich ihn unbedingt fragen muss, ob er das nicht auch merkt. So. Dale, merkst du das nicht? Ja, ich merke, dass du irgendwie anders drauf bist. So. Seit wir hier sind, ist es manchmal komisch im Haus. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es dir beschreiben soll, aber also wie waren denn für dich die letzten Tage? Es ist schön, schön mit anderen Leuten zusammen zu essen und da wieder, also, und keine Gitterstäbe vor den Fenstern zu haben, das ist toll. Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch merkwürdig, weil ich mich bei manchen Leuten hier frage, was wollen die eigentlich hier? So. Warum das denn? Wie, was wollen die hier? Ja, also. Was wollen die denn predigen, frage ich mich. Ach so, die sagen, die wollen Pastor werden und Pastoren. Ja, frage mich bei manchen Leuten, warum eigentlich? Aber dir, du bist anders als sonst. Also du bist da auch anders als vor 6 Wochen. Also was ist denn hier los? Wie gesagt, ich merke das ja immer, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle. Und ich bin zwiegespalten, denn ich fühle mich hier total wohl und ich mag die Leute alle, aber irgendwas ist manchmal komisch. Und ich weiß nicht, liegt es am Gebäude, liegt es an Leuten, liegt es an mir? Aber also ich bin gestern schon die ganze Zeit in der Mittagspause rumgelaufen, habe eben geguckt, wie ist das draußen auf dem Gelände, wie ist das im Speisesaal und war an verschiedenen Orten, um das mal rauszufinden. Und ich habe ja dieses Buch so mit Segenssprüchen und so. Und ich glaube, ich muss mal überall für mich so ein sicheres Umfeld schaffen und überall mal Schutz und Segen auf die Räume und so. Das hört sich jetzt für dich komisch an. Sowas erwartest du wahrscheinlich von mir überhaupt nicht mehr. Aber ich habe das schon Das erlebt, dass sowas für mich total hilfreich ist. ja, aber das klingt ja auch sinnvoll. Also, und hast du irgendwo das Gefühl, dass es irgendwo stärker ist als woanders? Also, dass es sich auf einen Ort konzentriert? Nee, kann ich so noch nicht sagen. Hm. Nee, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich Kopfweh. Aber ich weiß, dass ich es halt gemerkt habe, wie ich durch die Tür kam. Draußen ist es in der Tat besser. Wollen wir mal zusammen suchen gehen? Ja, total gerne. Wenn irgendwas komisch ist, dann will ich dir natürlich auch helfen und dafür sorgen, dass es dir besser geht. Und ja, das ist mir wichtig. Ja, wo fangt ihr denn an? Ich würde sagen, wir fangen an, wie ich hier reingekommen bin. Also nochmal nach draußen und dann, wie ist es auf der Türschwelle? Und dann von da aus gucken wir mal weiter und auch in meinem Zimmer. Okay, gut. Ja. Ja,
dann geht ihr irgendwie raus in die frische Luft. Irgendwie, ich denke mal, wir spielen kurz vor der Zeit, in der wir gerade in der Blood and Sand Sandbox sind. Das heißt, wir haben Winter und es ist ein bisschen kühl draußen. Wahrscheinlich irgendwie Mitte Dezember schon. Irgendwie kurz vor Weihnachten. Und die Seeluft macht das hier Ganze natürlich auch ein bisschen draußen. Wenn man draußen ist, natürlich muss man sich ein bisschen ordentlich anziehen, damit einem da nicht irgendwie alles abfriert. Aber draußen ist es in der Tat, ist dieses Gefühl quasi, wenn du über die Schwelle trittst, sofort wie weggeblasen. So mit der ersten Brise der Luft von der See sofort husch weg. Der Garten ist mit so ein paar Laternen erleuchtet, hat auch schon das Haus ein bisschen geschmückt weihnachtlich. Und wie das in den USA halt so üblich ist, mit sehr viel Licht und ganz viel Kladderadatsch. Und sieht eigentlich ganz, ganz nett aus, alles hier. Ja, und das tut so gut, mal draußen zu sein, tief einzuatmen. Und dieses Gefühl, mal los zu sein. Ich merke, wie das in meinem Körper steckt. Und ach, das ist in der Tat, als wenn jemand so einen Last von den Schultern genommen hat. Wir haben Dale, glaube ich, schon wieder verloren. Ja. Bist du draußen, schaust dich halt um. Hier ist das Gefühl, wie gesagt, wie weggeblasen. Schaust dich dann irgendwie, schaust wieder zurück auf den Eingang und dieser Eingang wirkt halt so ein bisschen jetzt wie so ein Eingang in so eine Geisterbahn. Du hast auch gar nicht mehr das Bedürfnis groß, jetzt wieder zurück reinzugehen oder so. Und just in diesem Augenblick fängt auch diese Beleuchtung, diese weihnachtliche Beleuchtung am Haus leicht an zu flackern. Aber das kannst du dir auch nur eingebildet haben vielleicht, weil dieses wirkte halt gerade so ein bisschen fies. Dann flackert es ganz kurz auf und ist dann wieder ganz normal. Ja, das ist... Tippgeräusche, immer böse. Das ist gruselig. Genau, ich habe das Gefühl, aber ich bin irgendwie gezwungen, also es läuft irgendwie wieder so auf diesen Eingang zu. Und ich muss wieder reingehen, aber ich will eigentlich nicht wieder reingehen. Doch rausgehen, irgendwo ein trinken gehen oder so. Aber ihr wolltet ja nachschauen, wo das Gefühl herkommt. Genau, und also ich wollte erstmal rausgehen und gucken, wie es draußen anders ist. Und wenn ich, als ich dann draußen bin, habe ich das Gefühl, also ich will nicht wieder reingehen, aber ich muss wieder reingehen. Ja, Dale, für dich auch draußen ist halt Winter, kalt draußen, Weihnachtsbeleuchtung am Haus, irgendwie alles total normal hier. Für dich ist es vielleicht gerade so, wenn du jetzt nach draußen trittst, dass es irgendwie, ja, ist halt angenehm, also dafür, dass es irgendwie Winter ist und Mitte Dezember ist eigentlich, ja, du könntest jetzt eigentlich auf die Jacke verzichten, wenn du rausgehst. Okay. Während sich Clara schon ordentlich so... Kragen hochzieht, wenn ihr da draußen geht. Ist dir kalt? Ja, ein bisschen. Ja, immer, weißt du doch. Hatte ich vergessen. Ja, du sagst, wir müssen also wieder rein. Ja, ich würde auch gerne draußen bleiben und spazieren gehen, aber wenn wir jetzt da auf die Suche gehen wollen, ich habe das Gefühl, ich muss wieder, also ja, ich muss gucken, wie es am Eingang ist. Und wenn das jetzt unsere Aufgabe ist, dann ist das jetzt unsere Aufgabe. Das ist sehr pflichtbewusst von dir. Vielen Dank. So ist es. Ja, tretet wieder in den Eingangsbereich, so ja, das ist so eine Servicekraft, die hinter dem Tresen noch ein bisschen was am Computer arbeitet. Und euch eben auch schon beobachtet hat, als ihr irgendwie rausgegangen seid und wieder reinkommt. Jetzt schaut dann so kurz zu euch hoch.
deutlich erkennbar an ihrer Dienstuniform, ist halt ein junger Mann. Und kurz geschnittenes Haar, irgendwie so ein T-Shirt an mit so einem Kreuzbutton irgendwie auf der Brust und dem Logo von dem Seminar. Schaut so, kann ich euch irgendwie helfen? Danke, alles gut. Vielleicht eine Jacke für den Herrn, wenn ihr raus wollt? Danke, brauche ich nicht. Danke. Ziemlich kalt draußen. Ach. Ja, wir sind ja auch wieder da. Sie melden sich, wenn Sie Hilfe brauchen, mal anzutippen. Das tun wir. Ja. Schon sehr, sehr bemüht, die Leute hier. Ja, auf jeden Fall. Bisschen komisch. Du bist ja auch schon erwachsen. Das ist alles komisch, ja! Also, das irritiert mich für den Moment mehr als dieses komische Gefühl, wenn Leute sich irgendwie über Gebühr einmischen. Aber. Naja, gut, ihr seid halt raus, wieder rein. Also, ja. Aber wir sind ja auch schon groß. Ja. So. Aber so, jetzt lass uns kurz irgendwie noch ein paar Schritte weitergehen, dass ihr uns auf keinen Fall mehr hört hier. Ja. So, wie ist es? Was merkst du? Ja, also ich merke draußen, also ich fand es draußen warm. Und du fandest es total geil. Hier drin haben wir jetzt auch die Heizung ein bisschen zu sehr aufgedreht für dein Niveau, für deinen Geschmack. Okay. Also hier, jetzt ist mir doch sehr warm hier. Merkst du außer der Temperatur? Bei dem, was wir suchen, vielleicht ist es tatsächlich gut, wenn wir das systematisch machen. Wollen wir im Keller anfangen? Dann können wir auch noch mal stell die Flasche mal so ins Regal oder auf die Theke da. Stell meine Bierflasche ab. Dann können wir auch noch mal für Nachschub sorgen. Keller. Im Keller befindet sich tatsächlich so eine Art Bar oder so ein Gemeinschaftsraum mit auch allem möglichen Zeug drin, irgendwie so ein improvisierter Kicker und halt, ne, irgendwie so, dass man sich ein bisschen gesellig irgendwie betätigen kann. Und im Keller ist außerdem noch so eine Stille, so ein Raum der Stille nennt man den, irgendwie so, wo man sich zurückziehen kann und wo es eigentlich nichts drin gibt, außer ein paar Sitzkissen und ein Regal mit Gesangbüchern. Und halt als Wanddekoration halt ein aufgemaltes großes Kreuz. Genau, dann. Eigentlich ist mir nicht so richtig nach Keller, aber gut, Bier ist alle, und aber sonst gehen wir als erstes da nochmal in den Raum der Stille. Okay. Das ist da ist es eigentlich immer ganz gut. Dann fangen wir da vielleicht an. Und vielleicht kann ich da schon, können wir auch noch ein Gebet sprechen oder so. Das macht. Ich hätte immer gerne für mich gebetet. Das machen wir, das klingt gut. Geht irgendwie zu der Treppe rüber, schaltet das Licht irgendwie an. Treppenhaus wird beleuchtet. Noch hier flackert das Licht wieder ganz kurz, was du eigentlich von den letzten Tagen nicht ganz nicht gewohnt bist. Das wird auch Dale jetzt vielleicht bemerken. Ah, was ist da los? Die Birne kaputt ist. Ja, ich komme ich an die Birne ran oder ist sie hinter so einem Glas? So, das ist so eine Leuchtstoffröhre, die halt. Ist das also vorsichtig dagegen so. Springt dann auch wieder an. Also. Okay, komisch. Ja, sehr, oder? Komisch, du sagst es auch, aber du fühlst es nicht, oder? Ja, das ist halt eine flackernde Lampe, aber naja, wir sehen mal, was noch passiert.
Wenn du sagst, es ist komisch, ich versuche mal darauf zu achten. Unten im Keller gibt es halt noch neben diesem Aufenthaltsraum und dem Raum der Stille noch so einen Gang und dann der führt halt so in so einen teils etwas tiefer gelegenen Eingang, wo man so Sachen lagert. Der ist halt für üblich halt mit einer schweren Tür abgeschlossen. Und jetzt, wo er runterkommt, ist die Tür allerdings offen und mit so einem Keil verkeilt, dass sie offen bleibt. Man kann halt so ein bisschen rübersehen, das Licht, diese Neonleuchtröhre in eurem Gang hat, wirft so ein bisschen das Licht auch in den nachfolgenden Raum. Man sieht die Regale mit ganz vielen Konservendosen und irgendwelchen Tonnen, die da rumstehen. Warst du schon mal da hinten? Putzmittel vielleicht. Nee. Wollen wir da mal reingucken? Geht so. Es riecht irgendwie ein bisschen steril, so nach diesem ganz scharfen Reinigungsmittel. Ja. Im Krankenhaus ein bisschen. Aus dem Raum heraus. Okay. Im Gang da. Ja, also es riecht halt aus dem Raum in den Gang rein. Merkt man gerade, wenn man jetzt irgendwie aus der frischen Luft runtergeht, irgendwie merkt man diesen Geruch eigentlich schon ziemlich deutlich. Was? Ja, ich finde, wir sollten da mal rein. Boah, geh du aber vor. Fühlt sich alles echt komisch an. Sehe ich hier irgendwas, was ich in die Hand nehmen kann, um im Zweifelsfall also so ein Besenstiel oder so ein Kram. Ja, Besen gibt es da direkt neben der Tür, ja. Du kannst versuchen, irgendwie Licht anzumachen und tatsächlich funktioniert der Lichtschalter anscheinend für diesen Raum nicht. Das funktioniert nicht. Weiß ich, wo der Sicherungskasten ist? Würfel mal. Oder vielleicht. Sehe ich hier irgendwo was? Aber ich würfel mal einen Gesichtswürfel für sowas. Ja. Du hast es tatsächlich mitbekommen, wo der Sicherungskasten ist, ja. Ah! So als, ist das weit von hier? Ist halt die Treppe hoch und dann direkt neben dem Treppenabsatz. Clara, ich würde noch mal eben zum Sicherungskasten gucken. Ja, ich komme mit. Okay, also, hoch zum Sicherungskasten. Sehe ich da irgendwas Sicherungen im... Alle Sicherungen drin. Alle Sicherungen drin. Ich nehme den... Das nicht komisch vor. Doch jetzt wird es merkwürdig, in der Tat. Jetzt wird es merkwürdig. Ein offener Raum, oh Gott. Ein offener Raum, aber okay, lass uns da runtergehen. Du sagst, es ist merkwürdig, die Sicherung ist drin und naja, gehen wir runter. Es riecht komisch und der Keller ist dunkel. Und das, also Wohlfühlen ist anders. Okay, ja. Gut. Ja, Besenstiel umfasst. Und rein in den Raum. Mal gucken. Wie gesagt, der Schein aus dem Gang geht ein Ticken in den Raum rein. Und der Raum scheint relativ groß zu sein und ist damit nicht komplett ausgeleuchtet. Okay, habe ich mein Handy dabei? Ja, oder ich. Mein ja, Handy. Taschenlampen. Zack, Taschenlampen an. Genau. Leuchtest du in den Raum rein. Siehst tatsächlich eine zweite schwere, eine von diesen Feuertüren, ne? Das ist auch die erste Tür ist auch so eine schwere Feuertür. Auch die festgekeilt, die in offen ist und einen weiteren Raum rüber geht. Und jetzt kannst du halt sehen, dass die Beleuchtung, die hier die den Raum eigentlich beleuchten sollte, an der gegenüberliegenden Wand liegt, dass jemand die Birnen da rausgeschraubt hat. Und der Geruch kannst du jetzt auch wissen, wo das herkommt. Nämlich unter diesen Birnen ist halt so eine Anrichte. Die Lampen sind halt an der Wand, die man die Birnen rausgedreht. Die Anrichte da drauf ist voll mit so Putzmittelzeug und davon sind halt einige Kanister umgekippt und die Flüssigkeit läuft gerade. Mhm. Und auf dem Boden befindet sich jetzt so eine große Lache mit Reinigungsflüssigkeit.
Ja, gucke ich mir noch mal genauer an. Ich versuche mal einen der Birnen wieder reinzudrehen. Ja. Also wie gesagt, die fehlen völlig, ne? Ausgedreht. Ach, die fehlen. Die liegen nicht da rum, sondern die fehlen. Sind weg. Hm. Okay. Sieht man sich sozusagen in der Lache irgendwas drin? Hat da irgendjemand was hingekippt, um was sauber zu machen, oder ist es umgefallen? Schwer zu sagen. Also für dich sieht es so aus, als ob die Dinger umgefallen sind. Hm. Vielleicht ist jemand versucht, auf die Anrichte zu klettern, hat das Ding dabei umgeschmissen. Vielleicht sollten wir das dem Mann sagen, der findet, du solltest einen Mantel tragen. Ich würde noch mal weiter. Oder also erstmal würde ich diesen Raum eigentlich mir den Bereich noch mal ein bisschen genauer angucken, ob ich noch irgendwas irgendwo. Was du jetzt, was ihr beide jetzt hören könnt, ist so eine Art Rumpeln und ein lautes Blubbern. Wo kommt das her? Aus dem Nachbarraum. Okay, rein da. In dem Nachbarraum, wenn ihr mit reinleuchtet, seht ihr tatsächlich so Waschmaschinen, die man aufgebaut hat. Eine davon hat gerade zu schleudern begonnen, deswegen das Rumpeln. Und das laute Blubbern kommt von so einem Wasserautomaten mit diesen großen Kanistern oben. Mit Bechern halt so Wasser zapfen kann. Wenn ihr die kennt. Und oben ist halt so ein Kanister Wasser draufgeschraubt und der blubbert gerade unaufhörlich. Gerade als Dale jetzt reintritt in den Raum, fängt er noch stärker an zu blubbern. Ansonsten ist der Raum also mit Regalen besetzt, wo halt alle möglichen Handtücher und Klopapier und alles mögliche Zeug halt hier gelagert ist. Ist das hier unsere Waschküche? Waschen wir hier auch? Ihr wascht da nicht. Wahrscheinlich ist das hier für das Haus. Ne? Irgendwie für Tischdecken und mögliche andere Zeug. Wieso hört das denn auch zu blubbern? Guck doch mal. Ich weiß nicht, ich geh mal näher ran und guck mir das mal noch mehr an. Ja, fängt stärker an zu blubbern, ist so fast so ein bisschen als würde das Ding kochen von innen. Boah, lass uns doch lieber nochmal gehen. Ich finde es hier wirklich ganz unerträglich. Also es ist echt gruselig hier. Okay. Wenn die dieses Gefühl suchen wollten, hier ist es. Okay. Sehe ich sonst noch was in dem Raum? Irgendwie? Soll das nicht ein Kaltwasserbereiter sein? Was ist denn damit los? Komisches Teil. Fasst das Ding vielleicht so ein bisschen an und fängt sofort an, wieder stärker zu blubbern. Hat das was? Ich gucke auf meine Hand. Hat das was mit mir zu tun? Ich gehe 2-3 Schritte weg. Wird schwächer. Geh wieder ran. Stärker. Vielleicht solltest du nicht so nah an dieses Teil reingehen. Was ist mit mir? Was macht ihr denn hier? Kommt so eine Stimme von hinter euch. Ich drehe mich um mit dem Wesen. Älterer Mann mit so quer über den Kopf frisierten Haaren, um die Platte zu verdecken. Einem ziemlich ungepflegten Vollbart und in so einer Hausmeisteruniform. Ziemlich dreckig wirkt gerade. Eine große Heckenschere in der Hand. In der anderen Hand so eine Box mit Glühbirnen. Wir suchen hier seinen Mantel. Es ist die Waschküche. Wir dachten vielleicht mal in der Waschmaschine. Das ist privat, stand an der Tür. Die war offen, die war sonst noch nie offen. Das hätten wir vielleicht lesen können, wenn jetzt Licht angewiesen wäre. Ich versuche ja, die Dinger
hat denn das Zeug hier umgeschmissen? Wart ihr das? Nein! Nein, das war schon vorher so. Seine Sauerei! Ja! Macht mal genau. Ganz schnell, dass ihr rauskommt. Na gut. Okay. Wir gehen. Ich will hier nicht bleiben. Nee, klar, dann. Ja. Also Studenten. Studentin. Was? So. Ist auch eine von diesen Feministen. Werden immer mehr. Ständig kommen die hier und bequatschen. Man darf man gar nichts mehr machen. Raus jetzt hier, es ist mein Keller. Alles umgeschmissen. Ja. Dann lass uns gehen. Ja. Er rumpelt sehr unsanft diese Heckenschere auf die Anrichte. Okay. Lass uns zum ursprünglichen Plan zurückgehen und uns noch ein Bier holen. Und in den Raum der Stille gehen. Ja, vielleicht hier. Wir gehen ja schon. Dann lass uns erst in den Raum der Stille gehen und dann. Wenn ihr rausgeht, hört ihr so ein lautes quietschendes Geräusch, als er die Glühbirnen wieder reinschraubt. Und dann sieht man tatsächlich Licht in dem Raum aufflackern. Sieht man noch irgendwas Besonderes? Fällt mir noch irgendwas auf? Nichts, was dir vorher nicht auch aufgefallen wäre. Okay, gut. Dann gehen wir in den Raum der Stille. So, aber jetzt muss ich dich nochmal fragen. Hast du schon öfter Sachen zum Sprudeln gebracht? Mit einem Soda-Stream vielleicht. Aber sonst? Oder Mentos und Cola, aber das war neu. Hier drin fühlt sich zum Glück ein bisschen besser an. Sollen wir uns einen Moment hinsetzen? Ja, ich denke auch. Tief durchatmen. Ich kenne da so ein Schutzgebet. Soll ich nicht mal so ein Schutzgebet sagen? Ja, gute Sache. Moment, ich muss das hier kopieren. Soll ich das irgendwo reinkopieren? Ja. Kannst du es gerne sprechen? Okay. At terror in this fateful hour, I place all heaven with its power, and the sun with its brightness, and the snow with its whiteness, and the fire with all the strength it hath, and the lightning with its rapid wrath, and the winds with their swiftness along their path, and the sea with its deepness, and the rocks with their steepness, and the earth with its darkness. All these I place by God's almighty help and grace between myself and the powers of darkness. Amen. Ja, dann ist es erstmal still in dem Raum. Und dann hört man ein lautes Rumpeln aus dem Nachbarraum. Also aus dieser Waschküche. Ein Fluch. Ist ja wieder gestolpert oder was? Aber dem Mann will ich nicht nochmal begegnen eigentlich. Komisch. Aber dein Gebet, das hat mir richtig gut getan. Entschuldigung, ich war stumm. Stärker, sicherer, das tut mir auch immer gut. Es vertreibt auch tatsächlich für einen Augenblick dieses merkwürdige Gefühl. Puh. Ah. So. Das war
Das war ein gutes Gebet. Ich habe von Menschen gelesen, die hatten das auf Amuletten und so und hatten das in Armbändern immer an oder an der Kette. Ich glaube, das mache ich mir auch. So einen kleinen Zettel da rein. Ja, so. Oder drauf gesprochen, gesegnet. Beides kann nicht schaden. Ich probiere alles aus. Okay. Ich weiß, du bist da anders drauf. Aber was mir gerade hilft. Du darfst auch gerne noch ein anderes Gebet sagen, das dir hilft. Folgt wieder ein lautes Rumpeln. Wollen wir dann nochmal reingucken, was da los ist? Vielleicht ist er wieder umgefallen oder so. Ja, daher ist dem was passiert oder so. Ich will jetzt auch nicht irgendwie hier den Hausmeister irgendwie mit Herzanfall in der Chlorlake liegen haben. Ja, also gehen wir da doch nochmal rein. Aber vielleicht klopfen wir an. Die Tür ist noch offen. Ach so, ja. Das Licht ist wieder aus. Das Licht ist wieder aus. Er hat doch gerade noch das reingemacht. Was denn das? Ach, Hausmeister? Keine Antwort. Komisch. Okay. Handytaschenlampen wieder. Ja. Kling. Könntet auch versuchen, einfach den Lichtschalter zu betätigen. Aber gut, Handytaschenlampe so. Ist. dann probiere ich es erst mal mit Lichtschalter. Ich dachte, die Glühbirnen seien wieder rausgedreht oder nee, so. Nee. Ach so. Ja. Licht an. Ja, Licht geht an. Er hat anscheinend irgendwie dieses Putzmittel versucht, irgendwie wegzumachen. Zumindest stehen die Kanister wieder aufrecht und er hat so ein paar Tücher ausgelegt, irgendwie so als Begrenzung, dass das nicht irgendwie unter die Schränke fließt oder so. Die haben sich halt vollgesogen und die Tür zum Nachbarraum ist zu. Ansonsten ist alles wie vorher. Außer, dass jetzt auch Licht da ist. Und der Typ ist halt nicht da. Okay. Ich rufe nochmal. Entschuldigung! Wollen wir nochmal in die Waschküche reingucken? Dieses merkwürdige Gefühl kommt in Clara wieder hoch. Es kommt und es ist komisch, aber ich habe auch ein bisschen Sorge um diesen Mann. Okay, also, wir gehen wieder zur Waschküche. Rechte Hand den Besen. Linke Tür auf. Und ich lasse dich gerne vorgehen. Oh, okay. Halte mich da. Der ja. Mann mit dem Besen. Ja. Man muss nehmen, was man kriegt. Man muss nehmen, was man kriegt. Leicht machst du die Tür auf. Der Schein des Lichtes aus eurem Raum erhält auch den Nachbarraum ein bisschen mit. Du hörst wieder das Rumpeln der Waschmaschine. Mhm. Und das Blubbern des Wasserautomatens. Und der erste Lichtschein bescheint aber ein anderes groteskes Ding in diesem Raum, denn an der Wand ist ein umgedrehtes Kreuz gemalt mit einer roten Farbe. Satan! Was ist hier los? Was zur Hölle? Was ist das? Das gehört hier, glaube ich, nicht hin. Aber sowas von gar nicht. Ich gucke mich irritiert um, sehe ich irgendwie irgendwas, wer das gewesen sein könnte oder so. Gibt es noch eine weitere Tür hinter der Küche? Nee, keine weitere Tür. Also dieses komische Gefühl ist hier ziemlich stark. Und ich glaube, ich würde mich besser fühlen, wenn das nicht an der Wand wäre. Können wir mit dem Besen nicht einen von diesen Putzlappen, die sowieso getränkt sind, nehmen ja. Und das ein bisschen sauber machen? Ja, ja. Dieses Satansymbol muss weg. Also, den Besen genommen, Putzlappen und die Wand schrubben.
schrubbst du die Wand. Und ja, das kannst das Ding tatsächlich mit dieser mit diesem starken Putzzeug tatsächlich auch von dem roten Kreuz befreien. Jetzt so ganz viele Tücher mit roter Farbe drin. Okay. Gibt es hier noch eine andere Waschmaschine? Die läuft gerade. Es gibt nur die eine große Waschmaschine. Ach so. Okay. Wo ist der Hausmeister hin? Hausmeister! Sollen wir nach oben gehen? Also ich habe kein Problem, das hier alles auf einem Haufen einfach liegen zu lassen. Ich fühle mich hier nicht für die Wäsche verantwortlich. Ist hier irgendwo noch ein Wäschekorb oder so? Ja, bestimmt. Ja, ich tue das da alles in so einen Wäschekorb rein. Du musst das hier ordentlich hinterlassen. Das kann man nicht. Du kannst nicht anfassen. Das ätzt doch die Hände. Ja, Chlorex kannst du nicht. Zur Not kannst du im Nachbarraum auch ein paar Gummihandschuhe finden. Ja, ja, und dann mach deinen Pulli. Das entfärbt deinen Pulli. Also, die Ärmel hochgezogen, Handschuhe angezogen und zack. Den Kram da so verstaut, dass es hier nicht so einfach rumliegt. Wärst du mal früher so ordentlich gewesen, deine Mutter hätte es dir gedankt. Ja, früher, mein altes Leben. Reden wir nicht darüber. Clara hat eigentlich erwartet, dass wenn als sie das Ding wegputzt, dass dieses Gefühl weniger wird, aber es fällt sogar an, sogar noch stärker zu werden. Leicht sich so ein bisschen aus dem Nacken so in die Nebenhöhlen hoch und fängt schon fast an, eine Migräne zu. So stark war es bis jetzt noch nie. Ich bin hin und her gerissen. Entweder ich sage das Gebet nochmal oder wir müssen jetzt ein für alle Mal gucken, woher das kommt. So kann ich hier doch nicht leben und arbeiten. Oder beides. Beten und gucken. Wie lange läuft denn die Waschmaschine noch? Hat die irgendwie so einen Countdown oder so? Die läuft noch 10 Minuten. Kann man irgendwie sehen, was da drin ist, oder ist es zu dunkel? Kannst reinschauen, es schleudert halt gerade. Ja, okay. Ich frage mich, wo der hin ist. Hinterher sitzt er in der Waschmaschine oder so, keine Ahnung. Ich frage mich, warum sich das gerade alles so schlimm anfühlt. Ich frage mich nicht, wo der hin ist oder welche Wäsche da wäscht. Dann lass uns vielleicht tatsächlich noch mal habe ich eigentlich inzwischen mir ein neues Bier geholt? War seid ihr direkt in den Raum der Stille, ja. Jetzt brauche ich ein Bier. Jetzt brauche ich ein Bier. Genau. Jetzt brauche ich erstmal ein Bier. Ja. Dann komme ich mit. Ich bleibe hier nicht allein. Ja, komm auch mit. Du holst ja auch noch eins. In diesem Aufenthaltsraum, wo so ein großer Kühlschrank mit einer Glastür ist und so eine auf Vertrauensbasis ausgelegte Strichliste, ganz viel Bier halt gestapelt ist und andere Getränke. Und ja, das Merkwürdige an diesem Raum ist aber allerdings nicht, dass es da Bier gibt, sondern dass da auf zwei großen Sofas zwei von euren Mitstudenten irgendwie sich hingesetzt haben und die scheinen gerade irgendwie eingeschlafen zu sein. Zumindest der eine da irgendwie so mit dem Kopf so nach hinten irgendwie auf der Couch und der andere so den Kopf nach vorne so zusammengesackt. Aha. Ich dachte, wir sind die Letzten, die wach sind. Die sind doch eben schon alle hoch. Ich dachte auch, was ist denn mit den beiden? Wie heißen die beiden denn? Ein Mann und eine Frau. Der Mann heißt Michael. Ja. Und die Frau heißt Daisy. Michael, Daisy, ich rüttel so. Ich gehe mal zu Michael und rüttel so an ihm. Michael, wo kommt ihr denn her? Was ist los? Bewegen sich nicht. Bewegen sich nicht.
Oh, sei vorsichtig, ich habe ein komisches Gefühl. Tu denen nicht weh. Okay. A Daisy? Puh, puh, puh. So. Und die, hä? Alles in Ordnung? Wirken ziemlich bleich. Fühl mal den Puls, bitte. Okay. Ich bemühe mich mal. Wie in der Feuerwehrmann kannst, also als Ex-Feuerwehrmann, man würde das auf jeden Fall gut können. Okay. Stimmt. Das Puls ist da, aber ganz schwach. Die beiden hier haben, oder also bei beiden? Ja. Der Puls ist schwach. Ich glaube, wir brauchen einen Arzt. Ja, schnell. Du hast doch dein Handy hier. Ja. Handy raus. Notarzt anrufen. Mhm. Ich gehe schnell mal hoch und gucke, ob am Empfang noch jemand sitzt. Jo. Ja, sie kommen sofort, schicken einen Wagen raus. Okay. Ja, und währenddessen läuft Clara nach oben, die Treppe nach oben, wieder in den Empfangssaal durch den Flur. Und ja, der Mann am Tresen ist so über den Kresen gebeugt. Hallo! Der lebt definitiv nicht mehr, weil dem ist die Kehle nämlich völlig geöffnet worden und das Blut hat sich auf den Boden ergossen. Wo bin ich denn hier gelandet, ach du Schande? Schnell wieder runter. Dale? Ja? Der oben ist tot. Was? Alles voller Blut. Oh Gott. Habe ich den Notarzt noch dran oder habe ich schon wieder aufgelegt? Er hat es schon wieder aufgelegt gehabt, ja. Ich rufe gleich nochmal an. Nein, direkt mal 911 nochmal. oder so, genau. 911. Wenn es ein Toter ist, ne? Ja, stimmt. Wir haben ja einen Toten im Predigerseminar. Kommen Sie bitte schnell her. Und zwei andere sind schwer verletzt. Wir haben schon einen Notarzt gerufen. Kommen Sie bitte. Kündigen auch an, dass Sie jemanden schicken. Okay. Gibt's auch irgendwie. Nee. Komm, wir versuchen hier nochmal wach zu. Irgendwie sowas. Sanft. Genau. Daisy, Michael. Bleiben bewusstlos. Okay, sollen wir die vielleicht irgendwie vorsichtig aufs Sofa legen, dass die wenigstens irgendwie so ein bisschen stabil liegen oder so? Ja, genau. Falls sie irgendwie erbrechen oder so. Ja. Geh mal in deinen Charakterbogen rein. Ja. Moment. Und würfel mir mal Willpower. Willpower. Mhm. Moment. So, einen kleinen Erfolge. Du merkst, dass irgendwie dass so eine leichte Panik in dir hochkam und du dir halt ganz so normalerweise so mit einem mit dieser Professionalität eines Feuerwehrmanns irgendwie unterdrücken wolltest und dann irgendwas hat das verstärkt, so dass es irgendwie so über diese Schwelle drüber kommt, wo du deine Professionalität irgendwie ablegen musstest. Und du musst gerade ziemlich mit dir selbst ringen, um nicht komplett in Panik auszubrechen. Und er ist, glaube ich, verschwunden. Wenn ich das richtig... Clara kann das auch mal machen mit dem Willpower. So, noch mal ganz kurz. Was habe ich gemerkt? Du hast so eine Panik in dir hochkommen gemerkt und du wolltest die eigentlich unterdrücken, so ganz professionell. Ja. Wenn man das so als Feuerwehrmann gewohnt ist, in so einer Extremsituation. Ja. Und eigentlich kennst du das von dir selber, dass das auch geht. Ja. Aber dann ist irgendetwas passiert, irgendwie ist das Gefühl wurde irgendwie stärker und stärker und du hast immer mehr, musst gerade dich richtig anstrengen, um das zu unterdrücken. Was irgendwie so total untypisch ist für dich. Da
Merkst du selber. Okay. Sarah darf auch nochmal würfeln. Ah, und da muss ich jetzt 5 schreiben, ne? Weil 5 ist ja... Drei Erfolge. Ja, bei dir ist das ähnlich, nur dass du dieses Professionelle halt nicht hast. Also du merkst definitiv die Panik in dir hochkommen. Und diese Kopfschmerzen werden super, mega, richtig, richtig stark. Und das zehrt irgendwie so komplett an dir. Und du kannst dir mal einen Willpower-Punkt wegstreichen. So wegmachen. Und Dale merkt dann irgendwie, wie Clara irgendwie sich irgendwie auch an den Kopf fasst oder so. Und dann halt auch schwer zu atmen beginnt. Und dieses so. Brauchst du Hilfe? Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss hier weg. Okay, dann lass uns nach oben gehen. Lass uns nach oben gehen. Ja, nicht nur nach oben gehen. Oben ist die Leiche. Ach, scheiße. Ja, guck mal, in die Zimmer, irgendwo ganz weit weg von allen, die hier. Ich will nicht bei denen sein und ich will auch nicht bei dem oben sein und ich will irgendwo mit einer abgeschlossenen Tür sein. Okay, dann lass uns. Ich hätte sonst gesagt, lass uns rausgehen vors Haus. Okay. Ich will eine Tür abschließen, bitte. Okay, dann lass uns. Ich bringe dich auf dein Zimmer. Geht nach oben. Durch die Gänge und zurück auf euer Zimmer. Also zu Claras Zimmer vielleicht erstmal gemeinsam und verschließt die Tür hinter euch. Ja. Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Tür zu, wir können ja das Fenster aufmachen, dass wir die Sirenen hören oder so, aber sonst... Ja. Boah, mein Kopf tut so weh. Macht mal ihr könnt mal einen Wurf machen auf... Geistesschärfe und Aufmerksamkeit. Wits und Awareness. Also zuerst auf die Aufmerksamkeit und dann könnt ihr das zusätzliche Attribut dazu auswählen und dann Dice Pool spielen. Ja. Dale hat einen Erfolg. Weil ich das hier gerade nicht einschätzen kann. Das müssten eigentlich 1, 2, 3, 4 Erfolge sein. Nee, das ist Clara, die da. 4 Erfolge bei Clara, genau. Und den Dale kann ich gerade nicht, weil er nicht gewinnt. Ach so. Ja, okay. Also Dale merkt nichts großartig. Der ist irgendwie wahrscheinlich damit beschäftigt, aus dem Fenster zu schauen und zu gucken, wann die Polizei und der Krankenwagen kommt. Clara hingegen hat das Gefühl, dass irgendwer in dem Raum noch als eine dritte Person sich in dem Raum aufhält. Du schaust dich um. Ja. Schränke auf. Kurz ins Bad geguckt, keiner da. Schränke auf. Unters Bett. Clara, was ist los? Wir haben doch abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch jemand. Es ist ganz komisch. Okay. Und Clara meint jetzt auch so ein leises Lachen zu vernehmen. Hörst du nicht, dass da jemand lacht? Nein.
Bist du dir sicher, dass es nicht von deinen Kopfschmerzen kommt? Ja. Ja, ich bin mir sicher. Okay, ich helfe mit Suchen. Du siehst Geister, Clever. Du siehst Geister. Ja, Geister. Ja, denke ich eigentlich auch. Also, genau, ein Teil von mir denkt genau das. Das ist wirklich eine Stimme, die Clever gerade hört. Ach so? Nicht, aber... Oh Gott. Jemand macht sich über mich lustig. Hörst du das nicht? Nein! Das ist das wieder irgendeine von deinen Mönchsdingen da? Nein! Das ist nichts, was ich in Irland gelernt habe, dass sich Leute über mich lustig machen in abgeschlossenen Räumen. Hier ist noch jemand und irgendwas ist hier und das will mir Böses. Okay. Ich bin irritiert. Ja, also Clara wirkt für dich völlig hysterisch gerade. Okay, leg dich hin. Nein, danke. Ja, Clara, leg dich hin. Diese Stimme macht dich immer noch. Was er wohl mit dir vorhat? Sicher, dass er das nicht war mit dem. Als du mit die Augen was? Geschlossen hast unten in meinem Gebet, war er dann da oder war er nicht da? Okay, wunder dich nicht, Dale, aber diese Stimme fängt jetzt an, mit mir zu reden. Also. Was? Nur falls ich antworte. Ich fasse dir an den Kopf, so hier. Und mal erstmal drei Kreuzzeichen auf deiner Stirn, dass dir das weiche Satan. Das ist irgendwie nett, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du hier den Exorzismus versuchst und ich bin nicht besessen. Was zur Hölle ist los? Ja, Clara schaut irgendwie durch den Raum auf den Spiegel, der da irgendwie so an der Garderobe hängt. Und Dale hat ja gerade Kreuze auf die Stirn gemacht, aber es sind umgedrehte Kreuze und in roter Farbe. Ich versuche mir das abzuwaschen. Ich gehe zum Waschbecken und versuche das abzuwaschen. Dale, sie steht einfach auf, schubst dich so halb beiseite, läuft zum Waschbecken und wäscht sich den Kopf. Was? Ich will dir noch helfen. Das sieht im Spiegel ich anders mir aus. Helfen. Okay. Soll ich dir mit ihm helfen? Nein. Du gehst raus. Redest du mit mir? Nein, ich habe dir gesagt, ich muss mit der Stimme reden. Ich meine nicht dich. Okay. Und Stimme, raus. Wenn ich jetzt noch mal in den Spiegel gucke... Beck hast du ja weggewaschen. Ja, die Kreuze sind weg, oder was? Die umgetreten. Okay. Jetzt siehst du noch den Rest von der roten Farbe im Waschbecken. Es ist komisch, weil das hat sich auch wenn so paternalistisch und so, aber eigentlich war das ein gutes Gefühl, das mit den Kreuzen. Aber warum? Ich habe die, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich die andersrum und ich. Was? Und ich bin nicht wahnsinnig. Es hört sich nur so an. Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist er wahnsinnig. Nein, wir sind beide nicht wahnsinnig. Sicher. Ich stimme dir sicher zu. Danke. Sicher. Das ist das. Wir kennen uns schon 100 Jahre lang. Alles. Wenn wir uns nicht vertrauen können, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, warum ich mit Stimmen diskutiere. Was macht man, wenn man Stimmen im Kopf hört, normal? Man diskutiert nicht mit denen, oder? Hört, diskutiert.
Gesundheit. Vielleicht sollten wir lieber in ein anderes Zimmer gehen. Wenn hier irgendwas drin ist. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gerade nicht besser an als draußen. Okay. Ich gucke noch mal so aus dem Fenster raus. Sehe ich schon irgendwie Polizei oder so? Nee. Krankenwagen? Oh Gott, wie lange brauchen die denn? Keine Ahnung. Wie ist das mit den Nachbarn? Wollen wir die wecken? Mit den anderen? Wollen wir die... Ist das eine gute Idee? Sind die auch alle entweder sind auch besessen oder ja, noch mehr Leute aussehen? Oder die machen Stimmen durch die Lüftung oder so. Ich kenne die anderen doch hier nicht. Das ist so ein komisches Ersti-Ritual. Ja. Und also hinterher sehen die alle so aus wie der am Empfang oder so. Und dann. Ja, dann könnten wir sowieso nichts machen. Ja, dann müssen wir die Zeit nutzen, hier wegzukommen, bevor die Polizei zurückkommt. Denn nochmal gehe ich nicht in den Knast. Hast du wirklich geglaubt, er ruft die Polizei? Er ist immer noch ein Knasti. Nein. Ich war dabei im Raum, als telefoniert wurde. Ich weiß, die Polizei ist unterwegs oder informiert. Ich weiß, Dale ist mein Freund. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Ich weiß, das ist alles, was ich weiß. Vielleicht gehen wir doch nach draußen. Diese Stimmen machen mich ganz... Nach draußen jetzt, bitte. Ja, wir gehen also runter und... Der geht erstmal zur Tür vom Zimmer, versucht oft zu öffnen und die Tür ist zu. Also der Knauf lässt sich nicht bewegen. Du hast doch abgeschlossen. Ist das normal? Ich rüttle an dem Knauf. Nein, das ist nicht... Lässt dich nicht raus. Lass mich's mal probieren. Okay. Geht ganz einfach auf. Hä? Was? Ich kann ja jetzt mal vorgehen. Okay. Draußen auf dem Flur flackert tatsächlich wieder das Licht, wie das am Anfang irgendwie bei der Beleuchtung auch schon war. Okay, wie wäre es mit dem Hinterausgang? Dann müssen wir nicht an dem Mann mit dem Blut vorbei. Gute Idee. Geht draußen über so eine Feuertreppe, geht es nochmal nach draußen. Ja. Öffnest die Tür. Diese Sicherheitstür. Ist ja auch im Moment egal, ob da ein Alarm losgeht oder nicht. Macht dann auch so ein fiependes Geräusch und tretet nach draußen auf die Feuertreppe. Und runter. Und schnell nach unten. Runter, an der Seite steht halt vor dem, also wieder im Garten vor dem Haus. Und ein paar Schritte weg. Lass mal irgendwie, wo man uns nicht so gut sehen kann und wo wir aber den Eingang sehen können, damit wir mitkriegen, wenn die Polizei kommt. Aber irgendwie... Lauft einmal rum, vielleicht wandert dein Blick auch kurz nochmal auf das Fenster von dem Raum, wo er eben wart, und da steht eine Person und winkt. Sehe ich das auch? Mhm. Da war doch jemand. Ich hab's gesagt und ich habe nicht nur Stimmen gehört. Und du dachtest, ich bin wahnsinnig. Ich hab doch aber auch nie... Oh Gott! Kann ich sehen, wer das
Und im nächsten Augenblick macht es ein großes schepperndes Geräusch und aus dem Nachbarzimmer von deinem Zimmer fliegt jemand durch die Fensterscheibe aus dem ersten Stock und landet vor euch. Was? Also dein Zimmernachbar liegt mit irgendwie komisch abgeknickten Gliedmaßen, weil er gerade aus dem ersten Stock rausgeschmissen wurde, gerade jetzt auf der Wiese vor dir. Oh Gott. Ist gemutet. Ich bin nicht sicher, dass das richtige Seminar für mich ist. Oh Gott. Oh Gott. Ist er auch tot? So wie er da gerade verkrümmt mit einem komischen, abgeknickten Kopf fliegt, ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Ich halte es für keine gute Idee, so lange zu warten, bis die Polizei hier ist. Lass uns abhauen. Ja. Oh Gott. Jetzt ist mal, also wirklich Verstecken angesagt, irgendwie hier. Ja. Weglaufen. Ihr lauft Richtung großes, Richtung Tor und hört dann irgendwann, ihr schon wieder, was macht ihr denn da draußen jetzt hier? Der Hausmeister. Was? Sie schon wieder! Gehen Sie und gucken sich alle die Toten an und wir gehen jetzt weg. Welche Toten? Drinnen. Alle tot. Da drinnen. Vor dem. Das ist ein blöder Scherz. Was? Nein! Und. Boah, und lass weg. Ich will nicht mit dem Mann reden. Lass weg. Ja, okay. Was? Ja. Ja, ihr lauft vom Gelände herunter. Ihr schaut euch irgendwie komisch nach. Und dann steht er irgendwann halt auf der Straße. Haben wir nicht ein Auto hier? Parkplatz? Auto? Nein? Weiß ich nicht. Sagt ihr es mir, ob ihr... Doch. Ich. Alle Amerikaner haben ein Auto. Ja, genau. Ein Auto. Okay, lass wegfahren. Einfach geradeaus. Ja. Küste lang. Genau. Zack. Ja. Warten im Auto. Ja. Wohin? Wir fahren, bis die Sonne wieder aufgeht. Und der Tank leer ist. Was auch immer zuerst eintritt. Also ich meine, wir müssen tanken. Wir müssen anhalten, um zu tanken, wenn der Tank leer ist. Und dann müssen wir mal aussteigen. Aber so lange fahren wir. Ja. Genau. Und wir fahren erstmal, fahren wir nach Westen oder? Wir fahren die Küste lang, mir egal. Welche Richtung. Wir fahren die Küste Richtung Süden. Ja, und fahrt ihr die ganze Zeit. Und irgendwann geht dann tatsächlich irgendwie, ihr seid mega müde irgendwann natürlich, weil die ganze Nacht durchfahren und so. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch zwischendurch nochmal irgendwas unterhalten könnt in der Situation. Aber irgendwann geht die Sonne auf. Heiliger Jesus, was war da los? Was war das alles? Ich bin völlig... Oh mein Gott. Okay, ich kann gerade nicht mehr. Sollen wir uns irgendwie ein Hotelzimmer nehmen oder so? Ich will mich hinlegen. Ich habe die ganze Nacht geweint. Ich will nur noch schlafen. Gute Idee. Nächstes Motel suchen. Und dann... Gut, ihr sucht euch ein Motel, checkt ein. Nee, dann ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ich bin hin und her gerissen. Ich auch. Einerseits, klar, Doppelzimmer. Ich habe immer noch total Angst. Andererseits ist hängt es mir noch ein bisschen nach, was diese Stimme gesagt hat. Und ich würde eigentlich gerne auch nochmal die Polizei anrufen. Ja. Dann rufst du die Polizei nochmal an. 911, was ist Ihr Notfall? Während ich alleine bin. der Zweifel kam an. Ja. Was möchtest du von der Polizei?
Ich möchte sagen, mein Name ist Clara Stewart. Wir haben heute gestern Nacht einen Notruf vom Seminar im Corpus Christi abgesetzt. Und weil wir leblose Menschen gefunden haben, tote Menschen gefunden haben und wir haben keine Streife gesehen, sind Sie zum Tatort gefahren? Haben Sie unsere Nachricht bekommen? Stewart war der Name, nicht wahr? Ja, gestern Abend habe nicht ich angerufen, sondern Dale Anderson. Anderson. Ist doch egal, wie wir heißen. Es geht um mehrere Tote. Haben Sie gestern Abend mehrere Tote im Seminar gefunden? Welches Seminar denn? Das auf dem Hügel in Dingens Menschen. Ich habe den Namen vergessen. Ja, ich habe hier so eine Meldung. Ja, woher wissen Sie von den Toten? Ich bin Studentin, Auszubildende in diesem Seminar. Aha. Wo befinden Sie sich gerade? In einem Motel. Ah, welchem Motel denn? Ich lege auf. Sehr schön, ja. Das kommt mir alles komisch vor. Alles kommt mir komisch vor. Okay, aber nachdem Dale gerade an der Rezeption die Sachen geregelt hat und ich jetzt weiß, er hat einen Notruf abgesetzt, bin ich für ein Doppelzimmer. Okay. Gut. Dann habt ihr ein Doppelzimmer. Und den Tag über versuchen zu schlafen? Ja, ich denke. Ja, irgendwann klopft es, irgendwann so gegen frühen Abend oder so, klopft es an der Tür. Ich stehe mal auf und aber sei vorsichtig. Mach die Kette vor, bevor du aufmachst. Auf welchen Namen habt ihr das Zimmer reserviert? Wir haben nicht reserviert, wir haben uns nur eingemietet. Ja, eingemietet? Anderson. Anderson. Okay. Ja, dann hörst du so pock, pock, pock. Anderson! Ist sie da drin? Ich mach die Tür auf. Polizei! Ja. Ja, machst die Tür auf, stehen halt zwei Police Officers irgendwie vor der Tür. Aber die Kette ist ja davor. Genau. Ja, was wollen Sie? Waren Sie das, die gestern den Notruf abgesetzt haben? Ja. Eine Frau Stewart bei Ihnen? Ja. Würden Sie uns bitte reinlassen? Warum? Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten und nicht durch die Tür. Und wir würden gerne wissen, ob es Frau Stewart wirklich gut geht. Also, ich mach die Tür kurz zu, mach die Kette weg. Und mach die Tür wieder auf. Ja. Der drängt halt dann auch nach vorne. Sie waren beide in dem Seminar gestern. Ja. Darf ich fragen, was dort passiert ist? Dürfen wir fragen, warum Sie nicht gekommen sind? Wir haben auf Sie gewartet. Wir waren eine halbe Stunde in dem Seminar mit Menschen, die gestorben sind. Und es ist niemand gekommen. Hören Sie, Lady, wir stellen erstmal hier die Fragen. Also, was ist passiert? Ach, erzähl du, ey. Ich reg mich so auf. Okay, also. Wir sind runtergegangen, um uns Bier zu holen. Wie man das macht abends. Dann stand die Tür zur Waschküche stand offen. Da hatte irgendjemand die Birnen rausgedreht. Und wir sind da rein, weil das sah so aus, als hätte da irgendjemand irgendwas umgeworfen.
Und wir haben geguckt, wo wir was helfen können. Und daraufhin hat uns der Hausmeister unten rausgeschmissen. Wir sind nach vorne. Da lagen dann plötzlich Seminaristen mit von uns. Und die hatten ganz schwachen Puls. Daraufhin habe ich das erste Mal den Notarzt gerufen, damit die beiden versorgt werden. Uns passierte nichts. Und Kyra wollte hochgehen und hat den Portier gefunden. Und der sah noch viel übler aus. Hier, Blut, alles Blut, volle. Er stutzt so. Und dann haben wir uns erstmal auf dem Zimmer eingeschlossen, weil wir dachten, das ist so ein kleiner Raum, da passiert uns nichts. Mr. Anderson. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie haben Fragen gestellt, jetzt kriegen Sie die Antworten. Erzähl weiter. Genau. Dann sind wir doch, weil wir doch das Gefühl hatten, es ist noch irgendwer da oder so, sind wir abgehauen. Und jetzt wird es richtig, also unfassbar. Wir sind abgehauen und dann fliegt aus dem Nachbarzimmer ein Typ uns vor die Füße und ist auch tot. Durchs Fenster, genau. Und da ist uns dann, sind wir abgehauen. Auf dem Weg dahin ist uns der Hausmeister nochmal begegnet. Dann sind wir so lange geradeaus gefahren, bis wir nicht mehr konnten und sind hier gelandet. Und jetzt, was machen Sie hier? Was haben Sie gefunden, als Sie da waren? Und überhaupt, was ist hier los? Und er schaut so ein bisschen skeptisch so auf dich, während du erzählst, Mr. Anderson. Das Seminar ist abgebrannt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Und jetzt wollen Sie es mir wieder in die Schuhe schieben. Verdammt, ich bin davon weg. Ich habe zu Gott gefunden im Gefängnis und würde sowas nie wieder tun. Was? Ist irgendjemand schon, wie komisch diese Geschichte klingt, die Sie uns da erzählen. Ja! Zum Glück erzählt er sie Ihnen ja nicht allein, sondern ich habe das alles genauso miterlebt. Es gab kein Feuer, wir sind weggefahren, Sie sind nicht gekommen. Können Sie uns bitte mit auf die Wache begleiten? Nein, danke. Das war keine Bitte. Na gut, was sollen wir auch machen? Sind wir verhaftet? Zumindest für die Verhörung, wenn Sie nicht freiwillig mitgeben wollen, dann muss ich Sie verhaften, ja. In dem Fall kommen wir freiwillig mit und möchten unseren Anwalt anrufen. Sicher? Und tun das jetzt. Genau. Gut, dann telefoniert ihr mit eurem Anwalt, bestellt den wahrscheinlich zur Wache. Genau. Man fährt euch mit dem Polizeiwagen zum Polizeirevier und steckt euch da erstmal in so einen Warteraum, also keine richtige Zelle, aber so einen bewachten Warteraum mehr. Dauert natürlich auch jetzt irgendwie so 8 Stunden, ne, die Fahrt. Und dann, während ihr noch auf euren Anwalt wartet, kommt irgendwann so ein Anzugträger irgendwie in so einem schwarzer, edel wirkender Anzug mit einer Sonnenbrille. Ein bisschen sieht er aus wie ein Man in Black. Tritt in den Raum, schaut euch beide an, meint so, folgen Sie mir bitte in das Verhörzimmer. Ihr Anwalt wartet dort. Okay. Okay. Achso, Entschuldigung, meine Manieren. Miller, FBI. Was? Immerhin mal einer, der sich vorstellt. Mr. Miller.
Dale Anderson. Wer hat sich denn nicht vorgestellt bei Ihnen? Der Polizeibeamte. Ach. Macht er öfter. Ja, folgen Sie mir bitte. Gut. Das ist halt so ein typischer Kala-Verhörraum mit so einer Lampe auf dem Tisch. Tonbandgerät. Setzt sich dahin, sind zwei Stühle bei euch. Wo ist denn unser Anwalt? Sie hatten gesagt, er ist hier. Ah ja, verzeihen Sie mir, das war eine kleine Notlüge, damit Sie mitkommen. Damit ist das Gespräch vorbei. Warten Sie. Sie kommen ja eh nicht raus. Hören Sie mir nur wenigstens zu, was ich zu sagen habe. Na gut. Wissen Sie, Mr. Anderson, die ganze Sache sieht ziemlich übel aus für Sie wegen dem Feuer. Allerdings haben die Beamten, die Sie hier festgenommen haben, ein paar merkwürdige Geschichten in Ihr Protokoll geschrieben. Was denn? Na, stimmt das, dass Sie von merkwürdigen Zeichen an der Wand und von Leichen und so erzählt haben? Ja, wer? Nein? Davon haben wir doch eben gar nichts gesagt. Eben? Doch. Wir müssen doch ehrlich sein. Doch, natürlich. Ich glaube Ihnen, dass Sie nichts mit dem Feuer zu tun haben. Das wirkt etwas zu konstruiert. Endlich ist mal jemand unserer Meinung. Weiß jemand, dass wir nichts getan haben? So. Mich interessiert allerdings, was genau passiert ist. Und jede Einzelheit wäre wichtig. Ich würde gerne noch mal Ihren Ausweis sehen. Sicher. Kam zu einer Tasche, legt den Ausweis hin. Kannst du ja mal eine Probe machen auf wann wieder. Geistesschärfe und was kann man denn da? Akademisches Wissen, um zu wissen, welches das wirklich ein FBI-Ausweis ist. Moment, das hängt. Jede Menschen. Geht's? Das Attribut lässt sich gerade irgendwie nicht dazu. Jetzt kommt hier Witz noch dazu. Submit. Geduld. Sind ja nicht bei der auf der Flucht, ne? Doch nicht. Will nicht? Also er hat schon das Shake-Geräusch kam schon, aber jetzt ist wieder hell. Ich weiß. Sonst probiere ich es nochmal. Ich bin ja auch mal von dich. Ja. Oh. Mal. Super für dich gewürfelt. Mega viele Zehen. Sehr schön. Das sind
guck mal, jetzt kommt dein Wurf auch hinterher. Okay. Du hättest 5, ich hätte auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolg. Ja, das ist eindeutig ein FBI-Ausweis. Das ist erfreulich. Jetzt kullern hier aber Würfel. Okay. Jetzt kommen wir alle durch. Ja. Was war Ihre Frage nochmal? Bitte? Jetzt nochmal? Ich akustisch nicht verstanden. Was war Ihre Frage nochmal, jetzt wo ich Ihre... Was ganz genau passiert ist. Jede Einzelheit wäre wichtig zu wissen. Also. Wir waren unterwegs im Seminar, weil ich, seit ich angekommen bin, schon ein komisches Gefühl hatte. Um denen nachzugehen, habe ich meinen engen Freund und Vertrauten Dale gebeten. Ja, jetzt hört man's. mitzukommen, um zu gucken, was los ist. So. Augenscheinlich war erstmal alles normal. Wir haben im Keller die Suche begonnen und uns ist direkt aufgefallen, dass eben da Türen offen waren, die sonst nicht offen sind, dass das Licht nicht anging, das normalerweise angehen sollte, und haben drin entdeckt, dass auch Glühlampen fehlen, also rausgedreht sind. Und sind dann, und eben hier Chlorix oder was war ausgelaufen, und sind einem Mann begegnet, der von sich gesagt hat, er sei der Hausmeister. Wir kannten diesen Mann aber nicht. Jedenfalls hat er uns verscheucht. Warten Sie kurz, ist das der Mann? Legt so ein Bild auf den Tisch. Und ja, das ist der Hausmeister. Ja, das ist dieser Mann. Ist es der Hausmeister? Soweit wir herausfinden konnten, ja. Okay. So, er verscheucht uns da und wir er hat uns verscheucht und dann haben wir aber komische Geräusche gehört, während wir nebenan im Raum der Stille waren. Und ich dachte, vielleicht ist auch was mit ihm passiert oder ihm geht es nicht gut oder so, weil es immer so rumpfitte. Und wir sind in diese Räume zurückgekommen und haben an der Wand gefunden ein umgedrehtes Kreuz in Rot an die Wand gemalt. Das haben wir abgewischt, sauber gemacht. Praktischerweise lag ja Chlorix schon da. Genau. Und dann kamen wir wieder raus und sehen unsere zwei mit. Seminaristen Michael und Daisy da vor dem Bierkühlschrank, weil wir dachten, jetzt ist echt mal Zeit für ein Bier. Und dann lagen die quasi leblos, bewusstlos vor dem Kühlschrank da. Aber mit schwachem Puls, haben wir überprüft. Genau. Aber das war der Zeitpunkt, an dem wir zuerst den Krankenwagen gerufen haben. Konkret und schnell vor Ort noch Hilfe zu holen, bin ich daraufhin hoch zur Rezeption, wo uns wenige Minuten vorher auch eine Servicekraft, eine freundliche, begegnet war und wollte sie um Hilfe bitten. Und die lag tot über den Tresen mit offener Kehle und viel Blut. Und ich bin schnell wieder runtergelaufen. Und habe daraufhin meinen Freund Dale gebeten, uns doch irgendwo an einen Ort zu bringen, wo man die Tür hinter uns zumachen kann. Das war dann erstmal mein Zimmer im ersten Stock. Genau. Da sind wir hoch, haben die Tür abgeschlossen und erstmal abgewartet, was passiert. Ich habe ein Fenster aufgemacht, um zu warten, ob Polizei und Krankenwagen irgendwann kommen.
Aber da tat sich nichts. Und dann fing Clara an, wirr zu reden. Vielleicht erzähle ich den Part weiter. Ja. Ich fing nicht wir an zu reden, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass noch mindestens eine weitere Person oder Gegenwart im Raum ist. Hm. Nicht nur das, sondern ich habe auch Stimmen gehört, die sich über uns lustig gemacht haben, und dieses Unglück oder diese Tode quasi verhöhnt haben. Ich habe Sachen im Spiegel gesehen, die nicht da waren. Ich habe, das war eins der seltsamsten Erlebnisse, die ich hatte. Also unten, das war schlimm und alles. Aber diese Stimmen, das war komisch. Und das ist sehr, 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 sehr freundlich ausgedrückt. Daraufhin haben wir das Haus verlassen über die Feuertreppe, weil wir uns da nicht mehr sicher gefühlt haben. Wir wollten abhauen und ich konnte erst die Zimmertür nicht aufmachen. Ja, ich konnte den Knauf nicht bewegen. Ja. Ich konnte ihn dann bewegen. Ja. Eben, oder sagen wir, er ließ sich bewegen, als ich die Tür anfasste und wir sind nach draußen und wähnten uns draußen schon in Sicherheit. Und dann sahen wir oben, das haben wir vorhin vergessen, dann sahen wir oben an dem Fenster von meinem Zimmer eine Person, eine Gestalt, die uns zuwinkte. Das heißt, ich habe nicht nur eine Stimme. Kann jemand von euch die ganze Zeit Nachrichten? Das hört man nämlich ziemlich. Nee. Entschuldigung, ja. Ich krieg Benachrichtigungen, ja. Mach ich die mal aus. Er erzählte ihm halt die ganze Geschichte, nehme ich an. Also den Rest. Genau, und dann eben auch nur mit dem aus dem Fenster geschmissenen und so. Was meinen Sie, was das war? Der Teufel? Das glaube ich nun nicht. Ja. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich halte das für eine tatsächliche Annahme, dass es der Teufel gewesen sein könnte. Und was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass es diesen Teufel gibt? Natürlich. Ob das wirklich war? Dann werde ich ihn bekämpfen. Oh, wie denn? Sie waren ja auch da gerade in dieser Situation auch nicht in der Lage, ihn zu bekämpfen. Ich würde versuchen, es zu lernen. Denn dafür bin ich doch, um gegen den Teufel anzugehen, bin ich doch Pastor geworden. Und Sie meinen, damit kann man den Teufel bekämpfen? Womit auch immer. Ich krame in meiner Cargohose und hole so ein Mini-Neues Testament raus und tue das auf den Tisch. Da steht, wir können den Teufel austreiben. Ja, möglich. Diese Art von Teufel wahrscheinlich nicht mit diesem Buch. Womit denn sonst, wenn nicht mit der Bibel? Mit Feuer? Oder Sonnenlicht? Sie scheinen mehr zu wissen als wir. Wie wäre es, wenn Sie uns jetzt etwas erzählen? Dafür muss ich zuerst sicher gehen, mit wem ich es richtig, ob ich richtig in der Annahme bin, mit wem ich es zu tun habe. Aber Ihre ersten Antworten sind schon mal sehr aufschlussreich. Wie sieht's denn mit Ihnen aus, Frau Stewart? Sie sagten, Sie würden sagen, es war nicht der Teufel.
Nee, toll. Also ich glaube ja schon an böse Mächte und so, aber ein personalisierter Teufel, nö. Also wenn Sie jetzt nach meinem persönlichen Glaubensgebäude oder Gerüst fragen, Teufel eher so weiter unten, aber natürlich gibt es das Böse auf der Welt. Und böse Mächte, ja. Und was schon. War das, was Ihnen da begegnet ist? Mir sind tote Menschen begegnet. Mir ist eine boshafte Stimme begegnet. Bleiben wir bei der Stimme. Was war das? Ich bin überfragt. Sie müssen sich doch irgendeinen Reim darauf machen. Muss ich das? Ist das FBI-Pflicht? Ich kann es noch nicht. Das war gestern Abend. Ich kann es noch nicht einordnen. Es Wo war Sie eine anfangen? Wenn ich Sie jetzt gehen lasse und die Nachforschung anstellen würden, was diese Stimme war. Ich würde zu lesen anfangen. Ich würde in einer Bibliothek anfangen. Ich würde nach Erfahrungsberichten suchen von Menschen, die das selber erlebt haben und nicht in wilde Vermutungen mich ergehen. Ich kann nicht wissen, ob die Stimmen und die Gestalt zusammengehört haben oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Stimme überhaupt zu einer Gestalt gehört oder eine körperlose Stimme war. Und ja, ich muss lesen und ich muss ich würde vielleicht auch im Internet suchen und einfach suchen, ob Leute etwas Ähnliches schon erlebt haben. Und auf Schilderungen. Und dann mit den Leuten sprechen. Vielleicht haben Leute ja auch schon häufiger solche Erlebnisse gehabt. Nach einem Vorkommnis kann ich... Was? Wenn Leute die gleichen Erfahrungen gemacht haben und wenn sie herausfinden, was es war? Na, dann wüsste ich, wie ich mich dagegen wehren kann. Und würde ich hoffen. Also ich will sowas nicht nochmal erleben. Und ich bin mir sicher, ich würde nicht sagen Teufel, aber sicher, sah man das, boshafte Stimmen. Die gehören in ihre Schranken gewiesen. Und es muss Orte geben, die sicher sind. Für mich. Nur für Sie? Oder für alle Menschen? Für diejenigen, die diese Stimmen hören. Woher soll ich wissen, ob solange ich nur eine Bedrohung wahrnehme, muss es für mich sicher sein und vielleicht für die Leute, die ähnliche Erlebnisse haben. Aber sie stellen Notizen. Fragen aus einem Wissen. Das ist eine sehr erquicklich, Herr Miller, oder wie war Ihr Name? In der Tat, ja. Okay. Also, das, was wir jetzt besprechen, verlässt erstmal diesen Raum nicht. Auf das müssen wir uns einigen, bevor wir weiterreden. Okay. Dann erzählen Sie mal. Haben Sie Interesse daran, zu verhindern, dass das, was Ihnen passiert ist, nochmal passiert? Ja. Das kann ich uneingeschränkt, ja. Das. Definitiv. Dann würde ich Ihnen ein Angebot unterbreiten wollen. Dass Sie für uns arbeiten, für das FBI. Eine Unterabteilung. Ja. Das, was Ihnen da passiert ist, ist selten. Wir haben solche Berichte schon öfters bekommen, aber wir haben noch nie zwei Überlebende gehabt. Und als ich die Notrufe und die Akten der Polizei heute schnell überflogen habe, sind auf meinem
meinem Computer Querverweise aufgetaucht zu Ihren, zu Ihnen, Herrn Anderson, und zu Ihnen, Frau Stewart. Mhm. Anscheinend nicht so, wie Sie denken, Mr. Anderson. Anscheinend beobachten Sie meine Abteilung schon länger. Was? Aber ich, mir ist doch, warum? Seit wann? Hier steht, dass Sie besonders sind. Ich habe schlimme Dinge getan. Ich habe dafür gebüßt und habe mir vorgenommen, dass... Also, ich will den Menschen ja helfen. Dass die sich nicht auf solche Wege begeben, wie ich das tun muss. Und getan habe. Wir suchen Menschen wie Sie, die mit diesen dieser Art Phänomenen in Kontakt gekommen sind und es überlebt haben und ein großes Interesse daran hegen, dass das nicht anderen Menschen auch noch passiert. Und wie es scheint, gibt es in Ihrem Lebenslauf mehr als nur dieses eine Ereignis, in Ihrer beiden Lebensläufe mehr als nur dieses eine Ereignis, was etwas außergewöhnlich war. Was mich dazu gebracht hat, Sie heute hier zu besuchen, die Kaution für die Polizeistation hier auf den Tisch zu legen und dafür zu sorgen, dass keiner Sie irgendwie mehr belangt, auch wenn die ganzen Fakten gegen einen Ex-Brandstifter stellen. Danke. Danke. Und ich hatte in der Tat die Hoffnung, dass Sie das tun, was Sie eben getan haben, nämlich, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Gerne. Gerne. Unser Herr Jesus wird es Ihnen danken. Bin ich mir sicher. Mal, dass meine Frau irgendwann wieder kommt. Ja, in der Tat. Zumindest für Sie, Mr. Anderson, können wir ja dann schon mal einiges festzurren. Das war nicht der Teufel, dem Sie da begegnet sind. Wahrscheinlich zumindest. Ich war nicht dabei. Ich kann mir nur ein paar Reime machen. Sondern? Aber, kennen Sie diese Person und legt noch mal ein Bild auf den Tisch und du hast es ja nur ganz kurz und ganz grob gesehen, aber so die Gesichtszüge ganz grob passen zu der Person, die im Fenster gewunken hat. Aber du kennst ja, die Person das, nicht. Was? Ich kenne die Person nicht. Also es ist halt, erkennst sie wieder, aber du kennst sie nicht, ne? Also du weißt nicht, wer es ist. Das ist die Person, die im Fenster gewunken hat. Dann ist meine Vermutung richtig. Wer ist das? Er nennt sich Floyd. Und wir jagen ihn schon eine ganze Zeit lang. Er ist ziemlich auffällig. Wahrscheinlich wird ihn seine Art auch inzwischen jagen. Warum das und was ist er? Er ist ein... Und ich weiß, dass das jetzt merkwürdig klingt für Sie, wahrscheinlich ein Vampir. Was? Ja. Und mit einer ziemlichen, naja, einem ziemlichen Hass auf alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Deswegen hat er wahrscheinlich gestern Ihr Seminar heimgesucht. Er hat schon vorher vor ein paar Wochen sind wir das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden, als er ein paar Priester umgebracht hat. Das ist, oh mein Gott. Oh mein Gott. Vampire. Was? Oh Gott.
Ja, und es ist so, wie sie das aus Film und Funk und Fernsehen kennen. Lange Zähne, Blut trinken, nur in der Nacht rauslaufen. Deshalb die beiden auf dem Sofa. Hatte sie vermutlich ausgetrunken? Vermutlich. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht genau bestätigen. Das ist, oh mein Gott. Ich bin sichtlich irritiert. Es gibt diese Vampire und meine Abteilung ist dafür zuständig, sie dingfest zu machen und auszumerzen. Hallo. Hallo. Willkommen zurück. Ich glaube, eine böse Macht. Computer komplett ausgegangen. Okay. Gruselig, ja. Ja, also der FBI-Mann hat euch eben erklärt, dass es hat euch ein Foto gezeigt von dem Mann, der gewunken hat in deinem Fenster und hat ihn als Floyd bezeichnet und dass sie schon eine Weile hinter dem her sind und dass das ein Vampir ist. Ha. Und er hasst Christen und hat deswegen das Seminar heimgesucht. Es wäre meine nächste Frage gewesen, warum ein Vampir in einem Seminar auftaucht. Aber gut. Ich glaube, wenn er Christen hasst, dann müssen wir ihn jagen. Oh, glaubst du? Ja. Muss erst noch mal ein bisschen auf das Vampir klarkommen. Ich auch. In der Tat, es gibt Vampire. Und es liegt an unserer Organisation, diese Plage von der Welt und von der Menschheit fernzuhalten. Sie meinen das FBI? Meine Abteilung. Was ist das für eine Abteilung? Eine Abteilung, die sich mit Vampiren befasst. Also FBI, die Vampir Edition. Wenn Sie so wollen. Sind Sie das Rest in Peace Department, wie in diesem Film? Den habe ich gesehen. Sie es gerne bezeichnen. Wissen Sie, die Vampire sind sehr gut darin, eine Art Schattengesellschaft zu integrieren. Und man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, wer ihnen zuarbeitet und wer nicht. Und wer ein Vampir ist und wer ein Handlanger des Vampirs ist. Deswegen arbeiten wir mit ähnlichen Methoden. Wir halten es geheim, dass es Vampire gibt, um eine Massenpanik zu verhindern. Und wir versuchen, unsere Gegenabteilungen, unsere Gegenmaßnahmen möglichst geheim zu halten, dass niemand es mitbekommt, wo und wer und was wir sind. So sind wir nicht greifbar. Klingt sinnvoll. Haben Sie überprüft, ob der Hausmeister ein Vampir ist? Nein, ist er nicht. Aber wir vermuten, er ist so etwas, was die Vampirgesellschaft Ghoul nennt. Er war nämlich sehr unfreundlich. Ghoulisch, kann man sagen. Was ist ein Ghoul? Ein Ghoul ist ein Mensch, der nach vampirischem Blut süchtig ist. Das klingt gruselig. Es verleiht einem bestimmte Kräfte. Macht einen stärker, schneller. Aber man wird abhängig wie von einer Droge. Und wahrscheinlich dem Vampir sehr hörig. Das ist widerlich. Ja, er wollte auch sagen, besonders stark und schnell wirkte er nicht. Das muss ich sagen. Aber die Fähigkeiten können variieren, je nachdem. Es ist nicht bei jedem gleich. Ja, ein Hausmeisterkittel mag auch täuschen. Okay. Vampire, Ghule. Vampire. Ich habe schon gesagt, ich würde sie bekämpfen.
Das überrascht mich in keiner Weise, dass du da kopfüber reingesprungen bist. Sie nicht, Frau Stewart. Meinen Sie nicht, dass diese Art Wesenheiten nicht existieren sollten? Sie ernähren sich von Menschenblut und sie töten und morden. Brennen Seminare ab mitsamt allen Menschen, die da drin waren. Ich glaube nicht, dass sie zu einer guten Schöpfung gehören. Nein. Es sollte sie nicht geben, aber es gibt sie. Das ist richtig und das kann ich Ihnen bestätigen. Das, was Sie erlebt haben, weist alles darauf hin. Vampire besitzen die Möglichkeit, sich vor also einige Vampire, nicht alle, aber einige besitzen die Möglichkeit, sich zu verbergen vor der Menschheit, also vor dem geistigen Auge. Sie können sich quasi unsichtbar machen. Habe ich deswegen nur die Stimme gehört? Vermutlich. Sie hätten den Vampir entdecken können, wahrscheinlich, wenn sie durch ihr Handy-Display hätten gucken können. Hä? Wie soll ich denn durch mein Handy-Display gucken? Diese Kraft der Vampire wirkt sich nur auf die geistige Wahrnehmung aus. Wenn sie über eine Kamera schauen, auf einen Monitor, der von einer Kamera gefilmt wird, dann wirkt die Kraft oft nicht. Ich hätte den Fotoapparat anmachen müssen und dann, also das, weil ich dachte, ich kann doch nicht durch mein Display gucken. Ja, aber warum haben wir die Stimme nicht gehört? Das ist eine gute Frage, auf die ich so direkt keine richtige Antwort weiß. Aber ich weiß, dass Vampire den menschlichen Geist beeinflussen können. Vielleicht hat der Vampir das mit Clara gemacht. Oder mit Ihnen, Dale, Sie nichts hören. Das ist mein Verdacht. Ich habe noch Fragen. Ja. Warum habe ich auf meiner Stirn die Kreuze anders gesehen, als Dale sie gezeichnet hat und in Rot? Wie gesagt, vermutlich geistige Manipulation. Der Vampir hat sie etwas sehen lassen, was nicht da war. Wie ist das mit dem Kreuz, was wir im Keller gesehen haben? War das da oder war es nicht da? Das weiß ich nicht. Ich war nicht vor Ort. Das ist richtig. Aber beides wäre möglich. Wäre möglich, dass da gar keins war, ja. Aber wir konnten es abwaschen. Hätten wir ein Kreuz abwaschen können, was gar nicht da war? Wenn der Vampir will, dass ihr das seht, ja. Okay. Ja, ich frage, weil dieses schlechte Gefühl wurde nicht besser durch das Abwaschen. Also das Abwaschen selber hat nichts genützt. So. Aber ja, also es gibt Menschen in unserer Abteilung, die ähnlich sind wie Sie, Frau Stewart. Also ich vermute das zumindest. Es gibt Menschen, die die Anwesenheit von Vampiren spüren können. Ich glaube, dieses schlechte Gefühl, was Sie da meinen, vernommen zu haben, ist das Gefühl der Präsenz eines Vampirs. Sollten das gut schulen und darauf achten. Wenn sie sich das nächste Mal so fühlen, achtsamer umgehen. Achtsamer? Fanden Sie, ich war nicht achtsam genug? Nun, Sie wussten nicht, dass es Vampire gibt. Ja, ja. Woher jetzt sollte ich das? Das ist wahr. Das zu schulen finde ich eine richtig gute Idee und ich bin auch in dem Sinn dafür, ich hatte ja am Anfang gesagt, es ist wichtig, Menschen zu schützen. Ich möchte nicht, dass das anderen passiert. Insofern bin ich bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und gerade wenn Sie sagen, Sie wissen, dass es andere Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie mir und mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten. Ich hätte da auch noch eine Frage. Bitte? Ich habe das mit dem Wasserspender bemerkt. Also, und als ich näher ranging, da fing er an zu blubbern. Als ich weiter weg ging, ging er wieder weg. Wie blubbern?
Naja, so als würde, dass ich da bin, das Wasser zum Kochen bringen. Hm. Wäre ich jetzt irgendwie in der Harry Potter oder Matrix, würde ich das vermuten. Aber was zur Hölle? Es gibt einige unter uns, die Fähigkeiten entwickelt haben, die äußerst nützlich sind gegen Kampf gegen das Übernatürliche. Vielleicht gehören sie dazu. Das würde den Vermerk in meinen Akten erklären, Mr. Ender. Mhm. Was denn mit Hexe zu tun hat, Hitze würde für Pyrokinese sprechen. Was? Und was ist das für ein Vermerk in Ihren Akten eigentlich? Was genau. Ich schon sagte, wir haben Sie anscheinend schon länger beobachtet. Anscheinend heißt, Sie wissen das nicht? Sagt der Vermerk in der Akte. Ich persönlich habe Sie nicht beobachtet. Aber was sagt denn dieser Vermerk in der Akte? Dass Sie außergewöhnlich sind. Mehr nicht. Dale Anderson Special. Mhm. Das klingt gut. Das heißt, Sie meinen... Machen wir mit Menschen, die Anzeichen von Besonderheiten aufweisen, und wenn sie dann mit dem Übernatürlichen in Berührung kommen, so wie sie jetzt, dann wissen wir, dass wir die Chance haben, diese Menschen zu rekrutieren und im Kampf gegen das Übernatürliche einsetzen zu können. Denn wie man vielleicht gemerkt hat, wir können uns als Menschen nicht unsichtbar machen. Wir können nicht mit dem Verstand spielen. Wir sind etwas im Hintertreffen. Aber manchmal gibt es Menschen, die Fähigkeiten entwickelt haben, die etwas mehr sind als das, was der normale Mensch kann. Und diese würden wir gerne nutzen. Hm. Ja. Sie würden wahrscheinlich sagen, gottgegebene Gaben. Das klingt gut. Ja, man soll ja mit dem arbeiten, was man hat. Und an der Stelle, an die man gestellt wird. Richtig. Vielerlei Gaben, aber ein Geist. Ja. Pyrokinese. So, ich google das Wort. Bist du an den Studienplatz gekommen? Wie hast du es durch Griechisch geschafft, ohne Pyrokinese zu können? Dale war nicht der Beste. Ach so. In den Sprachen. Ich möchte sagen, Ach und Krach. Okay. Also, wenn Sie dabei sind, dann bräuchte ich eine Unterschrift von Ihnen. Was unterschreiben wir denn? Nun, wir müssen einerseits sicher gehen, dass Sie nicht nach draußen gehen, der Presse sofort alles erzählen, und ansonsten ist es ein Arbeitsvertrag. Sie bekommen ein regelmäßiges Gehalt, Sie werden von uns versorgt. Aber wir unterschreiben den jetzt nicht mit Blut oder so. Wollen Sie das denn, damit es mehr Ausdruck hat? Super Witz, Dale. Nein, wollen wir nicht. Nehme auch eine ganz einfache Tintenunterschrift. Sehr gut. Aber wo sollen wir denn jetzt hin, wenn das Seminar abgebrannt ist? Also... Heißt das jetzt, wir werden keine... Wir stellen gerade ein Team zusammen. Wir haben da ein Problem in einer Stadt im Süden von Texas, an der Grenze zu Mexiko. Ja. Mhm. Das wäre, glaube ich, ganz gut für Neulinge. Mhm. Die Stadt wäre gut für Neulinge. Hm. Aber die Stadt ist eigentlich unter Kontrolle unserer Organisation. Das heißt,
Wir konnten dort schalten und walten, wie wir wollten bisher, aber in der letzten Vergangenheit ist es passiert, dass nun unser Abkommen, was wir dort getroffen haben, mit der vampirischen Seite gebrochen wurde und die Vampire sich wieder auf die Menschheit stürzen. Das heißt, wir müssen Sie diese probieren Stadt also auch mit. Oh, das hört sich ein bisschen fieser an als vorhin. Das hörte sich mehr so nach politischen Verhandlungen an. Das war's. Gibt es eine Politikabteilung in Ihrer Organisation? Das war's. Die Vampire haben in dieser Stadt gelebt und wir haben sie leben lassen. Ins Gegenzug haben sie einen Vampir aus ihren Reihen uns als Versuchsexperiment gegeben, weshalb wir überhaupt nur so viel über ihre Art wissen. Ja, sehr nett zu ihren Artgenossen. Es sind Monster. Was sollen sie erwarten? Immerhin haben sie sich jahrelang daran gehalten, an das Abkommen. Aber der uns begegnet, das ist ein Monster, das Floyd heißt. Ganz im Ernst. Ich muss ein bisschen grinsen, seit ich diesen Namen gehört habe. Aber nun gut. Ja. Lassen Sie sich nicht täuschen. Denk einfach daran, dass im nächsten Moment jemand aus dem Fenster geflogen ist, da vergeht das Grinsen vielleicht wieder. In der Tat. Das stimmt natürlich auch. Vielleicht ist das auch so eine Übersprungshandlung von ich weiß nicht mehr, was ich sonst tun soll. Also was Sie dort zu tun hätten, wäre in die Stadt hineinzugehen und mit den anderen, ich denke, wir werden Ihnen noch drei andere Teammitglieder damit zur Verfügung stellen, Sie dort als Fünferteam agieren können und versuchen, die Vampire, wenn sie sie dort finden, ja, aus der Stadt zu treiben. Das heißt, das ist dann unser Job sozusagen Vampirien. Und ja. Unsere Ausbildung ist erstmal auf Eis, oder? Ja, wir können Sie gerne noch ein bisschen über Vampire natürlich als Schulung. Wir lassen sie jetzt natürlich nicht sofort gehen. Wir können, werden ein paar Wochen brauchen, bis sie das alles intus haben, was wir wissen. Das ist wahr, aber Sie wissen ja vielleicht, dass ich gerade auch auf dem Weg war, Pfarrerin zu werden. Ist das also erstmal auf Eis und gibt es da einen Weg hin zurück? Oder ist das ein lebenslanges Engagement? Oder? Wir können gerne mit ihrer Kirche sprechen und wir finden garantiert eine gute Ausrede, warum sie eine Auszeit haben. Auszeit, okay. Das hilft mir. Ja. Ja. Ich bin dabei, weil ich bin habe mich ja auch für diese Rituale interessiert, weil ich merke, wie viel Einfluss das auf mein Leben hat, auf mich und auf die Welt. Und wenn Sie jetzt sagen, dass das wahrscheinlich auch zu meinen Gaben gehört, dass ich da besonders wahrnehmungsfähig bin, dann sollte ich damit auf jeden Fall arbeiten. Ja. Okay, ich unterschreibe. Und ich kenne mich mit Feuer gut aus. Und dann denke ich, diese Kräfte sollten brennen. Feuer ist sehr hilfreich gegen diese Wesen. Das scheint Warum? Weg zu sein. Vampire haben Angst vor Feuer und brennen sehr gut. Cool. Das klingt, als sollte ich auch unterschreiben. Ja. Du solltest auf jeden Fall mit mir zusammenarbeiten. Du kannst sie alle verbrennen, die mir Stimmen in den Kopf machen. Darauf kann ich nur einen Amen geben. Also es tut schon gut, ein bisschen mehr zu wissen, was eigentlich los war. Ja. Tut ja, mir fürchterlich leid, dass sie das erleben mussten. Danke. Bin sicher, dass wir Floyd ziemlich schnell kriegen werden. Wie gesagt, er ist ziemlich auffällig.
entweder kriegen wir ihn oder wenn er so auffällig ist, dass wir ihn schon so schnell kriegen, dann würden wahrscheinlich seine eigene Art ihn auch jagen. Denn wie ich jetzt schon erwähnte, die Vampire sind eigentlich sehr darauf bedacht, nicht aufzufallen. Ja, wenn er sich so von seinem Christenhass mitreißen lässt, dass er da Hohn und Spott ausgießt. Ja, er hat schon öfters versucht, Leute zu quälen oder in den Wahnsinn zu treiben. Wie gesagt, er hat ein paar Priester getötet vorher. Oh. Gott, das ist ja... Wie geht's weiter? Wo ist Stift? Nun, das ist ein gutes, eine gute Sache. Ich gebe Ihnen eine Adresse, wo Sie ein paar Informationen finden über unsere Organisation. Und da können Sie sich dann schlau machen und dann wäre es gut, wenn Sie über die nächsten Tage dann in diese Stadt reisen. Ich würde gerne sehr, sehr bald reisen, denn wir haben nichts mehr. Unsere ganzen Sachen sind abgebrannt. Ich habe kein Bett und ich habe keine Kleidung. Sie haben ein Hotelzimmer, habe ich gesehen oder gehört. Ja, eine 8 Stunden Entfernung. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Ich denke, wir finden auch ein günstigeres, also gelegenes. Das wäre ganz wunderbar. Und gibt es irgendwie sowas wie, ja, ich würde gerne mal was Neues anziehen. Ja, also wenn du auf den Vertrag drauf guckst, du wirst dann auch mit $5,000 monatlich versorgt. Wow. Okay. Das heißt, man kann erstmal einkaufen gehen. Das ist also gut. Solange du für einen Auftrag arbeitest. Ja, ja. Aber irgendwie Wechselkleidung und ein bisschen Ausrüstung. Und davon sollte man sich schon einiges Kohle kaufen. Das ist gut. Hey, es ist irgendwie gut zu wissen, wie es weitergeht. Ein bisschen. Ja. Ja. Gut, mit der Polizei ist alles geklärt. Ich denke, wir können gehen. Wir rufen vielleicht nochmal unseren Anwalt an, wenn wir jetzt doch nicht irgendwie angeklagt werden. Oh, das haben wir schon erledigt. Oh, das ist sehr nett. Also ich bin aber manchmal ein bisschen gruselig. Ja. Ja. Wie ich auch bereits erwähnte, auch das, was wir tun, sollte auch ein bisschen unter dem Radar bleiben. Deswegen konnten wir keinen Anwalt hier in der Nähe gebrauchen. Gut. Sie treffen an dieser Adresse einen jungen Herrn namens Cyrus Navid. Der wird Aha. sich Ihnen anschließen. Mhm. Er ist ebenso gerade neu rekrutiert und ich denke, oh. er wird ähnliche Interessen haben wie Sie. Mhm. Warum meinen Sie ähnliche Interessen? So genau kenne ich ihn jetzt nicht. Ich habe hier nur den Namen vorliegen. Da er neu rekrutiert ist, denke ich, dass er ähnliche Interessen hat wie Sie. Vampire jagen. Okay. Also nicht irgendwie Bett oder Kleidung oder so, aber okay, Vampire. Ja. Wenn Ihnen das wichtiger ist, als Vampire zu jagen, sollten wir noch mal über den Vertrag. Na, ich dachte nur, wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, gibt es nur Leute, die Vampire jagen und dieses Interesse haben. Deswegen dachte ich nicht, dass Ihnen das als Neuling besonders auszeichnet. Aber gut. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Erfolg bei Ihrer Arbeit. Oh, danke. Dankeschön. Das ist nett. Dankeschön. Ja, und ich denke, dann beenden wir dann für heute dieses Prelude an dieser Stelle und entlassen Clara und Dale in die Off-Air-Vorbereitung auf die Stadt ohne Namen. Und ja, jetzt haben wir zumindest 3 schon mal zusammengeschraubt. Auch wenn ihr keinen Monster bis jetzt erlegen konntet heute, aber ihr habt zumindest 1 getroffen. Auch gut. Cyrus hat ja schon 1 umgebracht. Er hat eine Kerbe mehr auf seinem Flock. Mal gucken. Ja. Ja, ich hoffe, es hat irgendwie gefallen. Es war ein bisschen gruselig. Ja. Oder so ein bisschen paranoid.
Auf jeden Fall. Das ist halt auch die World of Darkness, das soll ja auch so sein. Ja, zwei neue Hunter rekrutiert, Häkchen gemacht hier, unterschrieben ist auch, alles gut. Super, danke dir. Danke. Ja, gut, und danke, dass ihr mitgemacht habt, und ich finde die Charaktere sehr schön und stimmig. Hatte am Anfang ein bisschen Stress damit, irgendwie was zu finden, was ich euch jetzt erzählen kann, als euch in eine Story reinzuploppen, dass es nicht allzu weit hergeholt klingt. Aber ich denke, das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt, auch mit dem Feuerteufel-Ding von Dale und mit der Fühligkeit von Clara. Ja. Das hat gut gepasst. Wenn du mal Werwölfe brauchst, melde ich mich freiwillig, sagt hier einer im Chat. Ja. Mal gucken. Ich bin momentan etwas überfordert mit Huntern und Vampiren. Aber man soll ja nie sagen. Ne? Ich habe schon Angebote für Dämonen, habe ich auch schon bekommen. Oh, geil. Ich könnte die ganze Sandbox voll stopfen, wenn ihr denn wolltet. Aber danke für das Angebot, Dendrolyko. Ja, gut. In zwei Wochen finden wir heraus, wer der nächste Hunter wird in dieser fünfköpfigen Hunter-Runde. Ja. Also haltet die Augen offen. Auf dem Nordpol, da unter dem Dale, ist die ganze Zeit die Adresse sichtbar. Könnt ihr auch generell mal gucken, wenn ihr Rollenspiel mögt. Da findet ihr jeden Tag mindestens so einen Stream wie der hier. Nicht immer nur von mir, sondern auch von vielen, vielen besseren Spielleiterinnen und Spielleitern. Schaut da ruhig mal rauf, das ist ganz cool. Genau. Und an euch da draußen, danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich glaube, ich muss keine großartige Werbung jetzt mehr einschieben, weil ich glaube, Impossible Girl und Jover 0204 haben gar keine YouTube-Kanäle, die ich bewerben könnte, so wie das letzte Mal mein Dreihänder war. Nein. Aber ich könnte ja mal, ich weiß nicht, ich habe es leider nicht eingetragen, aber ich glaube zumindest, dass ihr Twitter-Kanäle habt, ne? Ja. Also wenn ihr den beiden auf Twitter folgen wollt, dann können sie euch jetzt mal kurz sagen, wenn sie das denn wollen, dass ihr das, wie ihr sie finden könnt. J. Ofer lacht. Mich müsste man, nee, Herr O. Also mich findet man auf jeden Fall, wenn man mich einfach, also J. Ofer lacht. Ihr einfach unter der Werbung von Twitter von diesem Stream, dann findet man euch. Okay. Ja. Unterstrich Voidstuff ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich leichter über deinen Kanal zu finden. Ja, über tatsächlich wegen der technischen Schwierigkeiten am Anfang vergessen, den Bot so mit euren Daten zu füttern. Kann ich es leider jetzt nicht einblenden, aber man findet sie, wenn man denn will. Und wenn ihr ihnen noch ein paar Tipps zum Vampirjagen geben wollt, dann freuen die sich bestimmt, wenn sie nicht kriegen. Immerhin. Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber also, keine falschen Tipps oder finden. Genau. Ja, der Chat war ja zwiegespalten, aber sie haben mit euch mitgefiebert die ganze Zeit, das soweit kann ich ja mal verraten, und er scheint auch sehr sehr positiv aufgenommen. Das freut mich. Spaß, das jetzt gleich noch anzugucken. Gut, ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, euch da draußen, danke fürs Zugucken und fleißig kommentieren. Ja, wir waren so im Schnitt immer so bei 10 bis 15 Zuschauern, mal mehr, mal weniger. Danke, danke. Und in zwei Wochen geht's mit Hunter weiter. Jetzt am Sonntag geht es dann weiter mit der Vampirrunde. Das heißt, da seht ihr die anderen, die Gegner. Und dann schauen wir mal, was das alles noch so gibt. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ich versuche euch jetzt noch irgendwo hinzuschicken. Hier spielt jemand Blood Bowl, da schicke ich euch jetzt hin. Nee. Grand Theft Auto hier. Zack, da schicke ich euch jetzt alle hin. Da guckt ihr jetzt Grand Theft Auto weiter und dann habt ihr einen schönen Abend. Den Segen der Nacht wünscht der Dendrolyko und wir auch. Macht's gut. Danke dir. Ciao.